Beto habe ich eins hier in Reichbröch. Man, sie wird ja die Kneip und das war Jenny Beter. Mein Grotkind sagt, da geht nur Ockenbach in net mit seinen Blick prägen. Und da habe ich gedacht, ich komm mal nur sehen. Jo, du hätt ihr Grotkind auch hier recht. Verstehen das ist, wirklich ist einfach, nicht so für Jan und alle Mann. Wenn der Finanzpartner aus der Region kommt. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen live im UFC-Fanradio und Kickers TV. Das Ganze aus dem verschneiten Eschborn. Echter Härtetest nach der Sonne von Belek. Jetzt der Schnee von Eschborn. Einer, der will sich das auch nicht entgehen lassen. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen, Lutz Kammermeier. Hallo lieber Lars, hallo liebe rot-weiße Gemeinde daheim an den Röhrengeräten. Und auf dem Sofa, auf dem warmen Sofa vor allen Dingen, ja, die weiße Hölle von Eschborn. Absolut. Ja, Lutz, im Trainingslager, du hast das ja so ein bisschen mitverfolgt. Wir haben ja so ein paar kleine wenige Sendungen gemacht. Und da kam auch hin und wieder die Frage, wo ist eigentlich Marcel? Der fehlte voll komplett. Herr Dr. Kissner, mir wurde nicht gesagt, ja, dass eine Reise in die Türkei ansteht. So konnte ich nicht kommen, ja? Ich musste mich im kalten Offenbach umtriebig zeigen, den dummen Kammermeier sehen. Es ging mir schlecht. Da war er wieder, Marcel Reich-Ranitzky, wie er lebt und schwebt auf der Kickerswolke Nummer 7. Hättest du mal mitgenommen und dort gelassen, aber gut. Wollen wir machen. Wollen wir mal sachlich werden. Ich habe dem Fabi Becker das genau erklären müssen, wo das herkommt mit dem Dr. Kistner und die ganzen Geschichten. Ja, ja. Und er kannte das gar nicht, dass Marcel hier sozusagen unser Co. ist. Ja gut, woher soll der Fabi das wissen? Der rennt ja unten auf dem Platz rum und er hört ja ganz selten Fanradio. Ist ja so. Aber er ist ein hervorragender Co-Kommentator. Deswegen streng dich an, sonst bist du weg. Ich rechne damit, aber da habe ich mehr Zeit zum Zeichnen, auch wieder gut. Und ich müsste jetzt heute hier nicht im Schneesturm stehen. Also jeden Moment geht's los, der Schiri schaut nochmal, fragt, ob alle bereit sind. Weiß nicht, ob jetzt jeder einzelne Spieler hier gefragt wird, aber dann... Also Lutz gibt das Signal und dann kann es losgehen. Gott mit uns, der UFC ist im Spiel. Und Eschborn erst einmal am Ball. Lutz, du hast die Aufstellung, wie wird denn der UFC spielen? Also ich werde es mal versuchen. Wir haben heute jede Menge Leute da. Wir haben eine Aufstellung bekommen im Tor mit der 16 Daniel Endres. Dann haben wir die 5 Christian Maslanka, mit der 7 Martin Röser, die 9 Benjamin Pintol, mit der 14 Thomas Franke, die 20 Robin Scheu, mit der 21 Drenhoja, mit der 27 Sascha Korb, die 30 Marcel Gebers, 31 Markus Müller und mit der 3 Kai Michel. Und auf der Bank haben wir auch noch ein paar... Alex Sebald mit der 1, Mike Vetter mit der 8, die 15, Alessandro Theodosiadis mit der 17, Stefano Meyer, die 19, Marco Rapp, die 22, Steven von der Burg mit der 24, Julian Duda, die 32, Jan-Hendrik Marx mit der 33, Nico Dobros und mit der 34, Lukas Friedrich. Also im UFC so gut wie alles dabei. Da haben wir Sascha Korb. Jetzt lese ich noch mal eben schnell die Eschborner vor. Ich würde sagen, die haben doch auch ein Team gestellt, oder? Natürlich, jede Menge Namen. Im Tor mit der 12 Norbert Loch, dann haben wir die 3 Benjamin Sabic, mit der 4 Viktor Christ, die 5 Tim Tilger, die 8 Patrick Hilser. Der war ja damals in der Castingzeit mal bei uns, auch hat er auch vorgespielt. Auch ein ehemaliger UFCler mit der 17 Daniel Henrich, mit der 18 Dominik Ortega Tapia, mit der 20 Lukas Ehlert, 22 Giuseppe Bagliaro, mit der 23 Fabian Borg. Jetzt wird es lustig, also die Nummer kennen wir hier noch nicht, doch es müsste die 2 sein, weil die fehlt ja mit der 2, Michelle Geschwender, da hat sich das auch geklärt. Da wusste man nämlich die Nummer nicht, die schreibe ich noch schnell auf, aber der läuft direkt vor unserer Nase rum. Dann haben wir auf der Bank mit der 1, Steve Wagner mit der 13, Mohamed Asbay mit der 14, Christian Bejic, die 15 hat Sascha Badi und mit der 21 Kevin Hillmann. Und das Ganze steht unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Panzer und seinen Assistenten Dennis Becher und Leon Räuben. Jede Menge Namen. Na, da seid ihr komplett abgedatet. Lutz Kammermeier mit investigativem Journalismus hat er hier die beiden Aufstellungen zusammengeholt. Es gab ja da noch eine kleine Besonderheit, denn zunächst hat man überlegt, ob man vielleicht 10 gegen 10 spielt. Ja, es sah zuerst so aus, also die ausgedruckten Aufstellungen, die wir bekommen haben, da waren tatsächlich auf beiden Seiten nur 10 Namen. Dann ging hier auch so das Gerücht um, der Platz zu klein, die spielen nur 10 gegen 10. Aber Nachfrage beim Schiri, der hat gesagt, nö. Beim UFC ist noch ein gewisser Kai Michel mit dabei. Und ja gut, die Eschborner haben wir auch irgendwie rausgekriegt. Jetzt wissen wir das. Also doch, 11 gegen 11. Wir haben uns ja schon gefreut, dass wir wieder hinter der schönen warmen Glasscheibe im VIP-Raum kommentieren könnten. Stattdessen hier Schneeregen auf dem Kunstrasen. Also ich stehe auf der Bierbank und der Lars selber steht auf dem Biertisch. Ja, so stehen wir schön nebeneinander. Es wackelt ein bisschen. Und wir werden hier eingeschneit oder Schnee regnet. Das ist erstmals dann für mich eine Reportage auf Augenhöhe. Absolut. Ja, obwohl, wenn wir sitzen, können wir auch gut kuscheln. Ja.
So, weil wenn ich an Kuscheln denke, schöne Grüße an die Ellen zu Hause. Sie wollte eigentlich hier sein. Die ist auch langsam sauer, ja, so wie wir zwei immer kuscheln beim Fanradio. Ja, 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 gut. Das, damit muss sie aber leben, weil das uns kriegt sie so schnell nicht auseinander. Das ist, ja, ja. Und gut, eines muss man ja sagen, wir beide haben uns schon vor ihr geliebt, die Wasch. Wir waren zuerst. Das stimmt, also wenn man das so sieht, aber gut. So, jetzt aber wieder rein ins Geschehen. Sporn hier, ja, giftig unterwegs. Das war Gebers, der spielt erstmal raus hier auf Franke, dann verlagert sich das ganze Spielchen auf links. Und jetzt kommt der Pass auf Röser, der soll heute ja komplett dauergetestet werden. Also der soll 90 Minuten getestet, hatte ja zuletzt ein paar Blessuren, das heißt an der Ferse. Und ja, das ging dann so, dass man im letzten Spiel ihn auch schon mal einsetzen konnte. Aber das war ja so auch mit die Philosophie des Trainers, erstmal alle genau kennenlernen und deswegen jedem mal 90 Minuten auf die Rippen geben. Ah, schön. Robin Scheu, schön gemacht. Ist er da im Strafraum? Geht er rein, zieht er ab. Da ist er unten. Loch heißt er, Norbert Loch, der Torwart von Eschborn. Hessenligist sind sie. Aber Robin Scheu hat das gut eingeleitet. Sehr schön. Nee, hat er schön erkämpft den Ball und auch gut abgeschlossen am Ende. Die laute Stimme, die ihr im Hintergrund hört, das ist unser Trainer Oliver Reck. Man dürfte ihn hören, denke ich mal, oder? Ja, der ist nicht etwa hier bei unserem Mikrofon. Nein, nein. Der steht noch 20, 25 Meter entfernt. Ja, man hört ihn trotzdem. Das, ja, ist so. Aber das kennen wir schon aus den Trainingslagerberichten. Ja, ich muss auch sagen, also der bisherige Eindruck, Lars, du hast hier mehrere Trainer verschlissen, weil sie dich nie haben spielen lassen. Ja, und man muss auch immer sagen, okay, ja, sie hätten ihn spielen lassen müssen, den Kiss, ne? Aber jetzt muss ich sagen, Lars, ich glaube nicht, dass du da noch eine Chance hast, in die Mannschaft zu rutschen. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Lust mehr. Ach so. Ich mache das Theater nicht mehr mit. Ne? Ach so. Du hast jetzt von dir aus, die Motivation ist weg und dann übst du keinen Druck mehr auf. Ich habe das aber auch gleich mit dem Oliver Reck besprochen. Habe ich gesagt, pass auf, deine Vorgänger haben mich da vergrault. Ja. Ja, ja, ja. Und sehen wir es nach, ich habe keine Lust mehr jetzt, das Theater mitzumachen. Also du musst ohne mich auskommen. Gut, aber er wollte dich ja nochmal überreden. Ich weiß, er wollte, aber es hat er dann auch gleich eingesehen. Also, ja. Gut, ist klar. Naja. Weil ich muss sagen, also das, was ich da gesehen habe, über deinen wunderbaren Service aus der Türkei, das war schon sehr, sehr schön. Ja, 5:0 zum Abschluss, das lässt sich doch so gut an. Wie gesagt, also ich hebe diese ganzen Ergebnisse nicht allzu hoch. Wenn wir da wie gegen Fulda verlieren, das ist auch kein Beinbruch. Oder es ist jetzt auch noch. Aber das, was wir da so gesehen haben an Spielkombinationen genau, und so weiter, genau. Das war doch schon so, dass man sich daran erfreuen kann. Sah flott aus. Und im Zweifel, ganz ehrlich, gewinne ich lieber 5:0, als dass ich 5:0 verliere. Absolut. Ja. Also man geht irgendwie, glaube ich, mit besserem Gefühl ins Bett, wenn man gewonnen hat. Fabi Becker hat das ja so schön erzählt. Nach der Niederlage gegen Fulda stand der Verein vor der Auflösung. Das habe ich ja. Nach dem 5:0 war das der Aufstieg, sind wir durch. Ist einfach so, aber so eng liegen halt, wie sagt man immer, bei Traditionsvereinen die Emotionen beieinander. Und gerade in Offenbach. Aber wir kennen das, also was soll's. Da Franke und Maslanka. Drenhotscher mit orangen Schuhen sehe ich ihn da. Auf dem Mittelpunkt Gebers Endres. Guck mal, der Endres mit langen Hosen. Hast du jemals Daniel Endres in langen Hosen Fußball spielen sehen? Und lange Ärmel auch am Trikot, Haben wir noch nie, ich habe den noch nie in langen Hosen gesehen. Noch nie. Ist ein Weichei. Weichei, nur weil es ein Kunstrasen ist, weil er keine Verbrennungen haben möchte. Doch, sie gehen sehr, sehr bissig da drauf. Gerade drin Hotscher jetzt. Ja, und dann merkt man erstmal, wie klein der Platz ist, weil die alle so eng aufeinander stehen. Da gibt es hier keine weiten Räume. Nee. Herrlicher Pass in den freien Raum und so, das wird nicht werden. Nee. Heute geht es hier zack, zack, zack. Und eben der Mühe, der fiel, aber gut, das sah ein bisschen aus wie ein Arien-Robben-Gedächtnisflug und den konnte er nicht pfeifen. Gebers auf Franke. Ja, Gebers war ja mein Platznachbar im Flugzeug. Ist das so? Ja, ja. Schön. Übrigens gab es gestern eine schöne Geschichte. Ich kam endlich zurück zu meinem Elite-Metzger in Bieber, Metzgerei Schmidt, da gehe ich ja immer hin. Ne? Ja. Und da wurde ich schon mit großem Hallo begrüßt. Und die Sendungen alle im Trainingslager und dies und das. Ne? Und wer stand da vor dem Dresen? Nico Dobros. Ne? Nein. Ja doch, und der hat dann, der war genau eins vor mir, hat dann schön eingekauft. Ne? Ja. Jetzt pass auf, da stand noch eine junge Frau, die kam dann auch noch vor mir. Und die sagte dann am Ende, ja, also die Stimme habe ich gleich erkannt, ich bin die Freundin von Martin Röser. Nein. Also hatten wir großes Fanradio-Treffen in der Metzgerei Schmidt. Wunderbar. Ja gut, der Martin Röser wohnt, glaube ich, auch in Bieber, gell? Ja. Der bringt uns immer die Brötchen. Der ist diese Woche dran mit Brötchenservice. Ah, sehr schön. Der wohnt bei mir um die Ecke. In Tempelsee wohnt keiner von den Stars, oder? Dobros wohnt auch in Bieber, oder was? Der wohnt auch da. Warum könnt ihr nicht nach Tempelsee ziehen? So, wahrscheinlich, weil du da wohnst. Wahrscheinlich, ja. Ist verseucht.
Lutz, eine Sache hat natürlich der Fabi Becker auch angemerkt und auch angemarkert. Wo sind eigentlich die 5 Tore, die du hättest zeichnen müssen? Ich habe gesagt, bis zum Abpfiff. Hätte ich die schon erwartet. Ja. Er sagt, zeichnet er eigentlich auch die Tore? Sag ich, ja klar, wir spielen irgendwo bei Kirchheim-Bolanden, gewinnen 24-0 und ich zeichne 4 Wochen. Das so, genau so hätte er das gerne gehabt. Ja, ja. Ich auch. Lieber Fabi, falls du das hörst, du musst in der Liga Tore schießen, dann male ich die auch. Na gut, jetzt erstmal Eschborn mit einem Angriff. Ja. Da muss der Gebers nochmal richtig ran. Und Eschborn bleibt im Vorwärtsgang. 0-0 bis jetzt. Wie lange haben wir gespielt? Da muss ich meine Uhr rausholen. Ich habe hier alles da. Gefühlte 6-7 Minuten. Ah, 8 Minuten. Okay. 8,5 Minuten. Wir gehen in die neunte, vollendete 9. Minute. Sieht flott aus bis jetzt. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Kamera-Youngster, die Laia und der Yannick Dietz. Die stehen hier oben auf einem wackeligen Baugestell. Na, wackelig ist das nicht, das steht schon bombenfest, klar. Nur wenn du draufstehst, dann ist es wackelig. Okay. Das ist so. Das sagt genau der, der sich nicht draufgewagt hat, der weiß, wie wackelig es ist. Höhenangst, ich sage nur Höhenangst. Nein, nein, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wer Höhenangst hat, der sollte nicht auf den Biberer Berg gehen. Doch, da kann man schon hingehen. Aber das ist schon hier. Gibt es hier noch einen zweiten Ball? Weil der ist weg. Der ist jetzt im Hauptfeld. Aber da gibt es noch einen. Doch, kam schon wieder zurück. Ich glaube, sogar Erik Weger hat ihn zurückgeworfen. Also für die Zuschauer ist das ja auch ein bisschen merkwürdig. Die stehen hier förmlich auf der Linie. Ja. Aber gut. Und neben dem Häuschen hat man sich so ein bisschen. Ja, also man sitzt und steht im Grunde direkt auf der Trainerbank. Ja. Also fast im Feld. So wie 50er Jahre, wenn man die alten Wochenschauberichte sieht von den Endspielen um die deutsche Meisterschaft. 80.000 in einem Stadion, in das nur 40.000 passen. Da standen die auch bis auf die Grundlinie. Und sie hingen am Flutlichtmast. Überall hingen die drin. Hat den Einzelverstrebung, überall hing einer dran. Und wenn irgendwo, wenn irgendwo Bäume ums Feld waren, da hingen sie auch in den Bäumen drin. Also da gibt es wunderbare Bilder, Fotos. Also 0-0 immer noch. Wir haben einen nicht gegebenen Elfmeter. Ja, der Mühe ist doch gefallen im Strafraum. Da wollte er doch einen Elfer haben. Aber Schiri hat gleich gesagt, nein, 10 Minuten gespielt, 10 Sekunden. 0-0 beim Hessenligisten. Da haben wir Dren Hoca gehabt, Maslanka. Da ist der Kapitän, Viktor Christ. Guckst du nochmal, ob der Stream läuft? Superball! Bleib dran, bleib dran! So, Franke. Und Benny Bindol. Ja, zumindest hat es mal aufgehört zu schneien. Das ist schon mal viel wert, dass es nicht mehr schneit. Naja, jetzt nieselt es ein bisschen, oder? Okay. Bisschen feuchte Luft, kann man sagen. Feucht-kalt. Es ist ungemütlich hier. So, und am Dienstag haben wir ja auch eine klasse Geschichte. Jetzt erstmal Eschborn, gefährlich im Strafraum. Und auf der Linie mit dem Scherenschlag klärt da Sascha Korb in letzter Sekunde. Sonst hätte der erste FC Eschborn hier das 1-0 erzielt. Das wird immer mal wieder gerne gefragt. Also der offizielle Stand ist aktuell noch das Trainingsgelände. Aber es könnte sich noch etwas tun. Die genaue Information gibt es am Montag. Aha, gut, da ist ja zumindest das mal. Weil es immer wieder, ja, wie weiß denn jemand wo oder irgendwie? Also der Fakt ist, es ist in Regensburg. Regensburg auf jeden Fall schon mal, ja, okay. Also so viele Möglichkeiten wird es da nicht geben. Aber was, da ist Schnee angesagt, sagst du? Ja, da ist auch Schneetreiben angesagt. Und da fährst du wirklich hin? 16 Uhr, ja, wir fahren morgen um 8.30 Uhr los. Nein, oder? An einem Dienstag. An einem Dienstag, ja klar. Ja, das ist halt totaler Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und dieses Spiel, das ist ja auch so eine Frage, in Spielberg ja auch, das ist ja auch 16.30 Uhr oder sowas angesagt. Ja. Und das ist, bleibt so. Ja, da können wir gleich nochmal vielleicht auf den Geschäftsführer zu hören. Remo Kurz, ich habe ihn eben gerade vorbeilaufen sehen. Ja. Ich kann ja mal gucken, ob ich ihn ans Mikro bekomme. Dann, ja, denn ich weiß, er hat sich da auch mächtig echauffiert, war ja bei der Tagung, wo dann auch eben die Termine gemacht wurden. Und naja, also ist schon alles sehr merkwürdig. Ja, ja. Lass ihn erstmal ankommen. Der läuft nicht weg. Man muss ihn ja erstmal über die Höhepunkte des Spiels in Kenntnis setzen. Also es gab einen Versuch von Markus Müller, einen Elfmeter zu bekommen. Geht in den Strafraum, fällt hin, aber das war keiner. Von daher 0-0. Sascha Korb einmal den Ball von der Linie gekratzt eben. Aber ein flottes Spiel insgesamt. Ja, ja, also sehr, sehr
Hohe Geschwindigkeit hier in der Anfangsphase von beiden Teams auf den engen Räumen des kleinen Platzes. Ja, ich sehe uns auch hier irgendwann, dass uns hier abschießen. Irgendein Befreiung. Jetzt kommt er. Ich sag's noch, da fliegt er schon los. Gut, da weißt du aber auch, wie du den Ball spielst, eben der Sascha, der einfach mal so Volley hinter Richtung Daniel tritt. Und das war ein No-Look-Pass, das hat man gesehen. Also Sascha einfach, zack, ich spiele immer dahinter. Nee, also es ist schon sehr, sehr erfreulich, was man so sieht, wie sie Fußball spielen. Ja, jetzt ist Röser sowas wie früher mal ein Libero. Also mit taktischen Aufstellungen, da müssen wir uns auch erst wieder neu reingewöhnen, oder? Das ist ja alles komplett anders. Ja, der wechselt er ständig durch. Ja. Da hat er auch erklärt, dass er das jetzt in der ganzen Testphase ja auch bis zum Ende so praktizieren will, weil er zukünftig im Spiel auch variabel gestalten will. Das heißt also, alles da auch mal verändern will. Macht Sinn. Da muss er ja sehen, wer wo kann. Ja, geht rein, Freistoß, ganz klare Sache. Nimm den weg. Nee, das macht aber auch Sinn mit diesem. Du musst ja darauf reagieren können. Wenn der Gegner irgendwann sich so blöd stellt, dass du da gegen die Wand rennst und du läufst alles weiter gegen die Wand, ohne was zu ändern, dann haben wir ja diese Kackspiele immer gehabt, teilweise. Jetzt machen wir erstmal ein Tor. Röser beim Freistoß, allerdings sehr weit rechts außen noch. Das heißt, der Ball wird irgendwo so auf den Elfmeterpunkt kommen. Da lauert zumindest Pintold schon mal. Aber dann geht er doch in die Fittiche. Des Eschborner Schlussmanns. Ja, du hast ihn ja gescholten, gell? Dass er diese Freistöße gegen Fulda hat, dass er die eigentlich in Winkler schießen soll. Ja, Frechheit, oder? Ja, ja. Warum hört er nicht auf dich? Ja, ich muss ihm nochmal am Ohr ziehen. Ich habe ihn danach nicht mehr direkt in meine Reichweite bekommen. Ich meine, ihr habt im Grunde genommen den gleichen Metzger, ja? Also wenn er nicht auf dich hört, auf wen dann? Ja. Nächste Woche habe ich ja Brötchendienst, da bringe ich dem Röser keine Brötchen, wenn er so weitermacht. Ja, eben. Oder die vom Vortag. Ja, da kann er ein bisschen, tausch die aus. Ja, da kann er ein bisschen kauen. Da hat er halt ein hartes Brot zu kauen, der Herr Röser, ja? Der feine Herr Röser. Ja. Wir haben ja auch ein hartes Brot zu kauen, wenn wir diese Freistöße sehen. Eben. Nee, Spaß beiseite, toller Typ, absoluter Experte. Und er meint es manchmal zu gut, indem er flanken will, dabei kann er es doch direkt viel besser. Das ist es halt. Wir haben halt schon zu viele gesehen, die er in den Winkel geschweißt hat. Dann wollen wir die natürlich, da wollen wir mehr haben, weißt du? Natürlich. Man darf uns nicht anfüttern. Unersättlich. Wir hatten hier jahrelang keinen direkt verwandelten Freistoß. Im Grunde seit nach Kutzop nicht mehr. Nach Kutzop gab es, glaube ich, mal einen von Elton da Costa. Das war's. Aber ansonsten warten wir seit Kutzop, warten wir darauf. So, der nächste Ball ist weg. Eckball aber, oder? Heute mache ich mir da weniger Sorgen, denn das sind die Bälle des 1. FC Eschborn. Ja, ich hoffe es. Im Trainingslager war das anders. Da hatten wir drei Bälle, die über den Zaun geschossen wurden. Und da hat unser Schatzmeister angerufen und hat gesagt, Freunde, so nicht. So nicht, gell. Ja, da ist ziemlich geizig. Gab es da keine Ballspenden oder so? Nee, da gab es keine Ballspenden. Und da hat er gesagt, also Freunde, wenn ihr so nicht aufpasst, ja. Ich bezahle keine, hat er gemeint. Ach, okay, hat er recht. Das muss man den halt vom Lohnzettel abziehen. Dann wurde halt mal drei Tage ohne Ball trainiert. Ja, Gott. Das hat ihm dann nicht so gefallen. Das ist so, die Bleiwesten, die kommen nicht so schnell weg. Dann werden die halt mal umgeschnallt. So, Eckball. Die kam gut. Hotscher war das. Ja. Ja, soll ja auch ein Standardexperte sein, Hotscher. Ja, also wie gesagt, ich glaube immer nach wie vor an das Gute in den Trainern, in den Menschen, den Verantwortlichen, die werden schon wissen, was sie tun. Roger hat es natürlich ein bisschen schwer gehabt. Das, finde ich, hat man auch ein bisschen gesehen. Also ich würde sagen, er hat im Trainingslager noch nicht ganz so brilliert, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Aber er hat es deswegen schwer gehabt, weil er kam gerade aus dem Trainingslager mit dem VfR Aalen. Genau, also er macht das jetzt zum zweiten Mal mit. Gut, und wenn man das gesehen hat, was die Jungs da alles tun müssen, das war kein Zuckerschlecken. Ja, der ist aber dann am allerletzten Spieltag, hat er auch natürlich Saft. Ja? Weil der zehrt dann auch die nächste Saison noch davon. Der kann sich die Sommervorbereitung sparen. Ja, aber das ist, wie gesagt, Vorbereitung ist Vorbereitung. Wichtig ist dann in Freiburg. Alles andere ist... Ja, hast du dich eigentlich fürs nächste Trainingslager schon angemeldet? Denn seit gestern gibt es auf Travel Scout 24 die Anmeldungsbögen. Ja, es ist so, wir sind also eingeladen nach Dubai. Die zweite Mannschaft geht nach Katar. Aha. Und Belek Ultras sind allesamt eingeladen im eigenen Chat. Na gut, ja. Die Scheichs haben da wirklich was springen lassen. Haben da was springen lassen. Ja. Wunderbar. Also kann ich nur empfehlen. Ja,
Gut. Es ist übrigens 9 Wochen, 3 Wochen bereiten wir das vor, dann kommen Kickers 3 Wochen und dann gibt es noch eine gewisse Nachbereitung. Natürlich. Und dann fängt die Saison wieder an. Dann fängt die Saison wieder an, so wird es sein. Und so sind wir dann im Warmen, 9 Wochen. Ah ja, gut. Wir ersparen uns vor allen Dingen hier Ersporn. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall spielen wir 3-mal gegen den FC Katar, das geht auch. Das ist egal. Ja, kalt ist es. Es ist hier wirklich frisch und kalt. Ist jetzt nicht so, dass ich meckern möchte, aber ich bin heute schon 3 Stunden durch die Kälte gelaufen. 18 Minuten gespielt. Ja, jetzt Sascha Korb von der rechten Seite. Kommt die Flanke, allerdings gut aufgepasst auf Eschborner Seite. Gebers, versuchst du einen Direktschuss? Das werten wir als Direktschuss, oder? Das war ein gefährlicher Torschuss. Da muss er sich ganz, ganz lang machen. Oh, hat er, wie heißt er? Norbert Loch, glaube ich. Der Torwart, ja, mit der 12. Da musst du alles rausholen. Ja. Die Katze. Die Katze. Von Eschborn. Die Katze von Eschborn hier in der weißen Hölle von Eschborn am Pizpalü. Am Fuße des Pizpalü. Bissig der Robin. Also die Eschborner stellen schon richtig gut zu. Das ist nicht so einfach, jedes Spiel aufzuziehen auf offenerer Seite. Aber der Robin, der wusste das gar nicht, dass er das Kacktor Dezember geschossen hat, oder? Wie ich das so dem Interview entnommen habe. Ich irgendwie mitbekommen, aber... Oh, jetzt Eschborn, das wird das 1:0 Pfostenschuss. Nein. Haben aber Duselkopf. Nein, Tapia, eine Ortega. Aber jetzt zweite Möglichkeit mit dem zweiten Pass. Okay. Ich sag's mal so, Chancen plus bisher Eschborn. Einen hat der Sascha Korb von der Linie geratzt, eben Ortega Tapia an den Pfosten. Wir haben nach vorne im Strafraum noch nichts wirklich Nennenswertes, Gefährliches gehabt. Aber das kann ja noch kommen. Die Meisterschaft wird auch nicht heute entschieden. Nicht? Nein. Ich dachte, das wäre das große Finale jetzt. Nein. Das haben die dir erzählt, damit du hierher kommst und dich hier abfrierst, aber die haben dich angelogen. Ich habe mich gut präpariert, also ich bin schön warm angezogen. Scheu jetzt. Ich auch, das ist es nicht, aber der Kopf ist halt immer noch im Freien. Aber der. Was war denn da oben? Was machen die zwei da oben? Ich weiß ja nicht, was die da treiben, doch oben, aber. Du bist sowas wie der Erziehungsberechtigte von der Leier, das weißt du schon. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Musst du ein bisschen sehr aufpassen. Ich glaube, der Yannick ist jetzt volljährig, da ist der Peter nicht mehr haftbar zu machen. Sind da noch Lichter? Habt ihr noch Strom? Die haben längst ausgeschaltet da oben und gehen ihrem Hobby nach. Ja. Nur der Yannick hat ein Buch dabei. Ich habe gedacht, komm, wir schalten aus, lassen die zwei Dussel da unten. Wir zählen alles aus, alles schwarz. Schon wieder Robin Scheuer, schön. Jetzt Benjamin Pintol. Ja, Übersteiger, aber wird ein bisschen rausgedrängt. Da kommt die Flanke aber doch noch. Recht gut. Ja, da kam der Mühnig ran von der linken Seite. Wird es Einwurf geben. Wie lange haben wir gespielt? Knapp 21. 0:0 steht's. Ja, und das ist fast schon ein bisschen glücklich für den UFC, denn die Eschborner hatten hier schon ihre Chancen. Einmal hat das Aluminium gerettet. Ja. Das war bei Ortega Tapia, also die 18, Dominik Ortega Tapia an Pfosten und einmal hat Sascha Korb den Ball von der Linie geholt. Das ist so. Und drüben Kai Michel, habe ich gesehen, hat jetzt einen Namen auf dem Trikot. Also der ist jetzt so richtig kadermäßig erfasst. Ja, die 3 mit Namen. Also das ist, sonst lief er immer ohne Namen rum mit der 3. Aber da steht jetzt ein Name drauf. Also ist er offenbar in den Kader aufgenommen. In Ricos Anfängen hat man doch so ein Kreppband, wo dann die Namen draufgeschrieben, im Edding draufgeschrieben. Ja, zum Teil. Das ist so, ja. Und Kai Michel, der war ja unser Rekord-Testspieler in der Vorbereitung, der Sommervorbereitung. Okay. Der hat ja die meisten Testspiele gemacht, aber hat irgendwie keinen Vertrag bekommen. Trainierte aber als immer weiter mit. Und irgendwann war er im Kader der 2. Mannschaft. Kannst du mal sehen. Ausdauer wird auch belohnt. Das ist so, ja. Und jetzt hat er sich reingeschafft sogar so weit hier in den Dunstkreis der 1. Mannschaft. Der hat mir aber auch in der Sommervorbereitung gut gefallen damals, muss ich sagen. Abseits, ja. Das ist der fehlende Spieler, Michel Geschwender heißt er mit der 2. Aber wie gesagt, auf dem ausgedruckten Bogen hier haben wir nur 10 gegen 10. Kai Michel und Geschwender, das waren die, die gefehlt haben. So. Korb, Gebers, Franke. Du hast auch bei der Torschützenzusammenlistung, bei dem 5-0, hast du auch Gebers als Torschütze genannt. Und da ich das Tor nicht gesehen hatte, weil ich da noch gearbeitet habe, habe ich natürlich in der Facebook-Nachricht erstmal Gebers geschrieben. Dann haben sie alle überall Franke, dann habe ich es dann schnell verbessert. Franke, ich habe da mal Gebers genannt, ich weiß auch nicht.
Gut, das ist halt, du hast halt nur Augen für den Gips. Er ist halt auch torgefährlich, ist so. Wenn ein Verteidiger ein Tor schießt. Hat er noch schöne Fallrückzieher gemacht, alles, aber ist alles nicht mehr so. Flugkopfbälle, Fallrückzieher. Maslanka, ja, läuft hier Slalom. Ja, das sah doch mal gut aus, auch was Sascha Korb da gemacht hat. Dann kommt Maslanka zu Fall am Strafraum. Ei, also das weiß ich nicht. Ah ja, muss man schauen mal. Ja, wenn er gelb zieht, muss er Elfer geben. Also den hat er schön abgewichst da. Du. Meine Güte. Irgendwann war auch der Ball im Spiel, klar. Maslanka steht gleich wieder. Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da ist er doch, frag ihn doch. Lars, ach, Lars, da ist er doch, da ist er doch. Kein Geld nicht zu verschenken. Nee, ich hab. Also, der UFC-Geschäftsführer ist gerade da. Da haben wir hier so Fragen bekommen, auch nochmal zu der Ansetzung des einen Spiels Spielberg. Das war ja besonders kurios, 16:30, glaube ich. Ne? Kannst du da was zu sagen? Ist das, bleibt das dabei oder ist das jetzt endgültig und wie ist das gekommen? Ja, das bleibt dabei. Die Regionalliga hat dem zugestimmt, dass Spielberg eben ohne Flutlicht spielen darf. Uns hat es erwischt. Ist natürlich schade auch für Spielberg, denn die hätten natürlich auch die eine oder die andere Euro mehr verdienen können. So ist es halt. Du warst ja bei dieser Tagung dabei, als das festgelegt wurde. Konntest du da irgendwie Unverständnis wahrscheinlich äußern? Die Dinge waren vor Beginn der Runde schon geklärt. Okay. Da hatte ich gar keinen Einfluss mehr drauf. Na gut, da haben wir das auch erfahren. Danke. Das war Remo Kutz. Jetzt geht es hier weiter mit dem Fußball. Also und da steht es noch 0:0. Ja. Ja, wir bauen auf. Sascha Korb, Christian Maslanka steht wieder, läuft wieder. Das ist das Wichtigste. Läuft auch halbwegs rund. Hodja und da haben wir Kai Michel. Und wieder Hodja. Schön. Ja, und das setzt er 1:0. Dren Hodja macht das Ding aus. Ja. 18, 19 Meter diagonal zum Tor von der linken Seite. 1:0, Hodja hat getroffen. Das nennt man einen Strahl. Da hat er einen schönen ausgepackt, hinten in den Winkel rein. 1:0, ich schreibe es mal auf, damit wir das später auch noch wissen. Paar 20. irgendwas war es. Schreibt Paar 20. Nee, es war die 25. Paar 20. ist jetzt so die Schätzung gewesen, 25. war es. Hodja, das kann ich auch nachher noch lesen, wenn es weiter drauf schneit. Weil jetzt ist langsam so ein bisschen Schneeregen wieder, so klein wenig. Ja, Schmuddelwetter nennt man das wohl. Schmuddelwetter, ja. Ja. Und wir stehen gegenüber, da drüben sind sie, die Eschborn-Ultras. Das ist die Sektion Schneegrenze wahrscheinlich. Zwei Stück stehen da. Aber wir führen 1:0. Moment, sind sie noch friedlich, da müssen sie keine Bedenken haben, dass die Belek-Ultras dort den Block stören. Nein, nein, aber sie wissen, dass die Belek-Ultras hier sind. Und jetzt Robin Scheu. Ah, schade. Aber hier ist ganz schön was los. Wie im Taubenschlag geht es hier zu. Ist so. Also hier ist ordentlich gemütlich, muss ich sagen. Um uns rum. Also Hälfte des ersten Durchgangs ist rum. 1:0 für der UFC. Ein richtig tolles Tor von Dren Hodja eben. Halb links, 18, 19 Meter leicht links versetzt. Mit dem rechten Fuß schweißt er das Teil hinten in den langen Giebel. Also knapp unter dem Giebel schlägt er ein, unhaltbar. Für Torwart Loch von Eschborn. So kann es weitergehen. Eckes erst einmal an der Kugel. Und da ist er wieder. Hodja, der Torschütze, im Verbund mit Röser. Ja, aber da war es doch ein Blauer zu viel. Er hält den Fuß hin und so geht es weiter über halb rechts. Da kommen sie wieder gefährlich. Ah, ja. Also der Trainer ist zufrieden hier auf Eschborner Seite. Haben ja lange das 0:0 gehalten und die guten Chancen herausgespielt. Die hatten sie, ja, das muss man sagen. Wie gesagt, einmal Sascha Korb auf der Linie und ein Pfostenschuss. Könnte hier 1:0, 2:0 für Eschborn stehen. Hätte Fahrradkette, könnte. Es steht 1:0 für den UFC. Tolles Tor von Dren Hodja. Da ist er wieder, an der Kugel. Ja. Maslanka. Schade. Da sollte Robin Scheu geschickt werden. Ja, der Versuch ist allemal wert. Gut, der Platz ist ein bisschen kleiner als so die ganz normalen handelsüblichen. Ist ein Kunstrasen, da wird natürlich der Ball auch schön schnell. Aber ist okay. Und der Mühe geht vorne drauf, ja. Doch. Ja, jetzt sogar gefälliges Kombinationsspiel.
Pintol in die Mitte reingespielt. Aber du musst es immer wieder versuchen. Das ist so. Sieht eigentlich gut aus. Ja. Schön flotter Kick, muss man sagen. Und der Sporn macht da auch gut mit. Also ist jetzt auch nicht so, dass die hier Schlachtopfer sind oder so. Nee, auf keinen Fall. Gute Sache das. Apropos Schlachtopfer, so ein Würstchenstand hätten sie schon mal aufstellen können. Haben sie, da hinten, aber die waren, als wir mit Peter drüben waren. Wo denn, in der Ortsmitte oder wo? Nein, drüben bei der Kasse da wo das Hütchen ist, da gibt's Wurst. Aber möglicherweise ist das die Ortsmitte hier von Eschborn, ich weiß es nicht. Jetzt oh, jetzt klingelt's, das... Nein, der Ecke sei, ja. Also, Pagliaro, Giuseppe Pagliaro, die Chance wird ihn heute Nacht noch verfolgen. Ja, ist am Daniel Endres gescheitert, der hier in langen Hosen spielt. Das erste Mal habe ich ihn in langen Hosen, noch nie gesehen. Aber Eckball, das müsste der erste sein für Eschborn, wenn ich mich recht entsinne, wir hatten auch einen. Also ich bin begeistert von diesem Tor von Dren Hoxha, immer noch, muss ich sagen. Weil das war nicht irgendwie so ein Glücksding, der wollte ihn dahin schweißen. Ja, das haben wir ja vorhin noch gesagt, er kann das der in kann den Standards, das, ja. Jetzt hat er es halt auch aus dem Spiel heraus mal absolut. So gemacht. Also war ja ein halber Standard, so viel Zeit wie er hatte, um loszulegen. Ja, und Schusstechnik ist Schusstechnik, egal ob der Ball ruht oder ein bisschen rollt. Ja, das war zu eng. Geht er drauf, der Robin. Ja, hier ist schwer was los. So rein personell, um uns rum sitzen sie auf Bänken. Ich sage noch einmal schnell die Elf, die jetzt auf dem Feld stehen. Das sind Endres, Maslanka, Röser, Pintol, Franke, Scheu, Hoxha, Korbgebers, Müller und Michel. Das sind die jetzigen Elf. Und dann haben wir noch dabei, bevor es diesen Freistoß gibt, Alexander Sebald, Mike Vetter, dann haben wir den Theo, Stefano Meyer, Marco Rapp von der Burg, Duda, Max, Dobros und Friedrich. Die haben wir auch noch dabei, die werden wir auch noch sehen. Und wir sehen diesen Freistoß von Eschborn. Der ist nicht mal ungefährlich. Ei, ei, ei. Und da muss der Mühe retten. Ich habe euch oben live drin, kommt gut rüber. Ja? Ah ja, gelb alles. Ja, schön, dass du im Warme gucken kannst und mir im Kalte stehen. Was wollen wir machen? Also, jetzt der erste FC Eschborn im Rückwärtsgang, im Neuaufbau. Sagen wir die Sponner nochmal schnell. Im Tor haben sie Norbert Loch mit der 12, dann haben sie mit der 3 Sabic, die 4 Christ mit der 5, oh hier ist schon fast verweicht hier mein Zettel, Tilger mit der 8 Hilser, die 17 Henrich, die 18 Ortega Tabia, 20 Elert, die 22 Pagliaro mit der 23 Borger und die 2 hat Geschwender. Und auf der Bank haben sie fürs Tor Wagner, dann die 13 Asbay, die 14 Bejic, die 15 Badi und mit der 21 Hillmann. Also da kommen auch noch ein paar, etwa halb so viel wie bei uns. So. Was ihr da hört hinten, schade, das ist Oliver Reck. Der hat wirklich ein Organ, dass der nach dem Spiel überhaupt noch Stimme hat. Das ist schon, ja, sensationell. Aber gut, der war jahrelang Torwart. Als Torwart musst du ein Organ haben, damit man dich weit hört. 1-0, Dren Hoxha, der Torschütze, 31,5 Minuten gespielt und der Regen nimmt zu. Das gefällt mir gar nicht, das ist unangenehm, das ist eklig. 3-4 Grad, mehr ist es hier nicht, bloß so ein fast schon Eisregen ist das. Eklig. Und das ist Sascha Korb. Den Mühe schön abgelegt, das ist Benny Pintol. Schade. Kein Thema. Franke. Und der langbehoste Daniel Endres. Gibt's Korb? Nee, passt schon. So, Lars ist gleich auch wieder da.
Sind das für Geschäfte, die du hier machst? Ja, so geheime Besprechungen habe ich. Geheimbesprechungen mit dem Geschäftsführer, du. Natürlich, ja, ganz klar. Ich habe das auch gehört und weitergegeben. Da wurde übelst geklüngelt, ganz ja, klar. Ja. Ich habe nur die Worte schwarzer Koffer verstanden. Ja. Übergabe meine ich verstanden zu haben. So ist das. Ja. Alte Tradition beim OFC. Ja, und lob mich doch mal, habe ich verstanden. Ja. Jetzt weiß ich noch nicht, wer wen loben soll. Also jetzt gehen wir zurück aufs Feld, bevor der Lutz hier komplett durchdreht. Eschborn im Vorwärtsgang, aber schön dazwischen gegangen von Gebert. Da grätscht er den Ball weg, du. Und hier ist eine Betonplatte unter dem Kunstrasen. Also gegen Gebers möchte ich nicht spielen. Nein, ich möchte nicht Bestandteil seiner Grätsche sein. Du. Du hast auch mitbekommen im Trainingslager, dass ein Spieler einen neuen Spitznamen bekommen hat. Der Mu, ja, ich weiß. Mu. Vom Trainer. Ah ja, Nu, Gott. Aber Benny heißt noch Benny, wenn ich das jetzt so richtig höre. Ja, das ist wohl noch so. Der Mu. Mu Müller. Obwohl, hat er nicht auch den Benny irgendwann auch mal in einem Verdreher, hatte er, glaube ich, irgendwann mal. Aber ich weiß nicht mehr. Kann man ja hören. Naja, das ist ja auch schwer für so einen Trainer, der neu kommt und dann die ganzen vielen Namen, alles was so einwirkt, das sind ja nicht nur die Spieler, das ganze Umfeld. Ist für mich ein Wunder, dass er die überhaupt schon kennt, ganz ehrlich. Aber da ist er wirklich gut. Also das, gleich am zweiten Tag, als wir da beim Training waren, hat er schon so gut die Namen aufgerufen. Ja. Ich hätte eine Woche gebraucht. Nein. Weil das ist ja immer, ich meine, wir sind hier seit 100 Jahren, ja, wir kennen das ja alles so von Anfang an weg, und dann, aber er kommt komplett neu dazu. Ja, ja, das ist schon. Schade, Lanka war das. Schön. Es ist gefährlich, du. Da saß eben neben dir dann noch ein Mädel auf der Bank. Ja. Und ich stehe hier links auf der Kante. Irgendwann kippt die Bank weg. Nein, die Bänke sind, diese Tische sind okay. Und ich stehe genau in der Mitte der Bank. Da passiert auch nichts. Naja. Ich stehe ja genau. Wenn ich jetzt an den Rand gehe. Wenn die aufsteht, kippe ich links rum weg. Also, jetzt regnet es hier. Hier regnet. Ja, so schöner, kalter Regen ist das. Der kalte Regen von Eschborn. Hast du gehört? Komm, Mü, hat er gerufen. Also, er weiß es. Also, ich fand Mu aber jetzt besser. Ehrlich gesagt. So, Robben spielt doch gar nicht mit. Er ruft als Fallen. Nein, schön giftig. Jetzt Benjamin Pintol. Vielleicht in der Öffnung rüber auf Röser. Dann wird es schnell. Kai Michel. Aber schnell, du. Ja. Er kriegt den noch, das glaube ich nicht. Na, aber knapp nicht. Ich habe im Trainingslager ein Sprinttraining mit ihm gemacht. Ich wollte gerade sagen, du warst doch am Strand mit ihm, hast du Sprinttraining gemacht. Kai Michel habe ich Sprinttraining gemacht, deswegen ist er jetzt hier so fit. Du läufst die 100 Meter im Tiefstrand, glaube ich, in 8,5 Sekunden, oder? Natürlich. Ja? Barfuß. Barfuß. Ja. Toll. Na, aber der ist schnell, hast du gesehen? Ich habe gedacht, der Pass wäre weg. Gut, der war jetzt einen Millimeter aus, aber trotzdem, pfeilschnell. Kai Michel, wie gesagt, Sommervorbereitung, hat er mir schon gut gefallen. Überhaupt haben die Jungen da richtig gut Gas gegeben, auch Stoilers. Ich bin begeistert. Michel und allen voran Jan-Hendrik Marx. Ja, ich bin begeistert. Ist so. Korb, Hodja, Traumtorschütze, muss man sagen. Echtes geiles Tor. Schön abgegangen wie ein Strahl hinten ins Eck. 1-0 für den OFC. Und mittlerweile, ja, obwohl natürlich Eschborn drei dicke Riesenchancen hatten. Wie gesagt, einmal Sascha Korb, Linie, einmal Pfosten, einmal Endres, überragend gehalten. Aber eben der Schuss von Maslanka war auch nur knapp daneben. Knapp 37 Minuten gespielt. 1-0 ist in Ordnung. Und es ist giftig, was der OFC spielt. Schnell. Doch. Jetzt. Doch. Wird. Gefällt mir auch live. Angespielt. Ah, auf der Strafraumgrenze haben wir eigentlich einen Foul gesehen. Ja. Schiri allerdings nicht. Gut, da kann er mal irgendwann pfeifen. Irgendwann ist der Vorteil auch rum. Also so doll war er nicht. An dieser Stelle grüßen wir mal hier den Betreuer vom 1. FC Eschborn. Der sitzt jetzt schön im Warmen in seinem und hört und sieht unsere Reportage hier. Kam vorhin nur mal kurz hier. Um zu sagen, er hört uns gut. Alles gut, Ton und Bild einwandfrei. Einwandfrei, Temperatur bei mir auch einwandfrei. Ich hoffe, jetzt bei euch auch. Schon das dritte Stück Torte am Wickel, während wir hier draußen frieren. Ja. Ja. Was?
Drei schwarze Tee ohne Milch. Tee wäre gut, ja. Das wäre auch schön. So, ja, soll er mal bringen. Drei Tee bitte, hätten wir gerne. Auf dem Tablett, oder? Könnt ihr doch mal vorbeibringen jetzt. Ja. Also, liebe Eschborner, die uns hört und seht, bringt Tee vorbei. Man sagt ja immer, es gibt ja immer diese Fragefloskeln so, wer ist denn der Gewinner der Vorbereitung und sowas, ja? Bei uns ist die Mannschaft der Gewinner, kann das sein? Die Mannschaft, gell? Der Star ist die Mannschaft und die Mannschaft ist der Gewinner. Ja. Nee, weil das, also mir gefällt das. Ich bin begeistert. Ich war vorher schon begeistert, so ist es, aber ich bin noch begeisterter jetzt. Aber wenn wir das ein bisschen in die Regionalliga-Platte kriegen, nur, dann ist das. Also wenn du gesehen hast, was die Jungs in den letzten beiden Spielen, das waren ja die letzten beiden Trainingstage, nach einer so knüppelharten Woche, wie die noch gesprungen sind, ja. Also ich konnte mich kaum noch bewegen, aber die sind gerannt. Und dann noch am Ende das Ding 5:0 gewonnen. Wie war es am Dresen? Warst du stark? Warst du wenigstens stark am Dresen? Mein Team war stark. Ja, aber du hast stark nachgelassen. Ich habe ein bisschen geschwächelt. Ich musste ja noch Sachen zurechtschneiden. Natürlich. Und so. Zur später Stunde habe ich mich dann eingeschaltet. Ja. Natürlich. Es war lang. Lang war es. Ja. Also, immer wenn ich kam, da wollten die nicht mehr so richtig. Interna. Ne? Ich war immer ein bisschen zu spät. Ja, du hast aber viele Lokalrunden geschmissen, habe ich gehört. Ja. War ja alles all-inclusive, da kann man das ja mal machen. Da habe ich sehr um mich geworfen mit Lokalrunden. Ja. Du hast mal die Runde durchs Lokal geworfen, habe ich gehört. Die Bedienung, die Runde. So. Pitol, also das Zuckerfüßchen auf Reza reingespielt. Und das ist Caps. Maslanka. Der Maslanka hat ja auch fast ein Bart wie Rasputin, habe ich eben gesehen, du. Das ist die neue Mode irgendwie. Die kann man alle nicht mehr zeichnen, weißt du das? Ich zeichne die, entweder ist der Bart weg oder sie haben einen. Also. Und mit den Bärten sehen sie alle gleich aus. So, wie lange haben wir denn noch, ja, Lutz? Pfeif doch mal ab hier. Ja, ich abpfeifen. Nee, wir sind noch nicht mal bei 40 Minuten. Ei. Ich sehne mich nach einem Tee. 10 Sekunden noch, dann sind die 40 Minuten rum. Aber wir spielen hier weder zu 10 noch nur 40 Minuten. Also wir müssen hier noch ein bisschen frieren und uns nass regnen lassen. Es ist ein Tröpfelregen, ein kalter Tröpfelregen bei eisigen Temperaturen. Meine Oberschenkel brennen, die sind schon müde gelaufen. Aber was soll's. Alles für den Verein, alles für den Dackel. Und jetzt werden wir noch abgeschossen. Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. So genau, heißt es. Genau. So heißt es richtig. Genau, Hausmeister Krause. Also irgendwie, das war das Offenbacher Zimmer, gell? Endres Korb. Gell? Vorhin schon mal schön zum Endeckes gespielt, eben wieder das Offenbacher Zimmer. Ja, dann hatten wir auch noch ein Ostzimmer, Ostzimmer mit Müller und Franke. Ja. Schreu und von der Burg haben gemeinsam genächtigt. Sowas. Aber die waren müde diesmal, oder? Nicht so wie bei legendären. Fabi war ja Nachtwächter, der ist da immer vorbeigeschlichen, der ist immer rauf und runter gelaufen. Hat ja so eine Lampe, so eine Kerze in der Hand gehabt. Um 21.15 Uhr war nichts mehr zu hören. Ja. Haben die alle waren die schon im Tiefschlaf. Da haben sie den Ton von der Playstation abgedreht, ja, kann das sein. Ja, wo ist er denn heute, Herr Becker? Wo ist er denn heute? Wo ist denn unser Co-Kommentator? Genau. Schlechte Wetter ist. Wo ist er denn? Schönwetterreporter. Schönwetterreporter ist es, ja. Wo es warm ist, da kann man das machen, du. Aber hier, frieren an der Front, da sind die anderen gefragt. Der Dr. Kissner. Der Kissner ist es, der friert. Und ich auch. Aber das Tor von Drenhotscher war geil. Das hat uns ein bisschen erwärmt. Wenn ich ein Vorbereitungstor zeichne, dann das von Drenhotscher. Ich muss mir das noch überlegen. Aber das war wirklich klasse. Also wer das nicht gesehen hat, der kann sich... Dann musst du auch die anderen 5 nachzeichnen, die wir da im Trainingslager hatten. Wir hatten ja mehr. Das muss schon wir hatten sein. Ja 7 im Trainingslager. Ja, ja. Nee, 9 hatten wir im Trainingslager. 9. Auf, da komme ich ja nur noch ins Zeichnen. Ja, der Ball war dann doch ein bisschen weit. Den hätte vielleicht gerade so ich erlaufen können. Ja, das ist es halt. Aber das weiß der Oliver Reck nicht. Deshalb, ich glaube nur deshalb sagt er, okay Lars, du willst nicht mehr... Jawohl, im Nachfassen, schön gemacht von Maslanka. Jetzt Kurzpassspiel, Müller, an Flankenwechsel und das könnte passen, wollte ich gerade sagen. Kai Michel, traut sich auch was zu. Richtig gut. Und das ist auch
was man durch die Bank sieht, ja, dass sie sich einfach was wagen, was trauen. Und das ganz klar ist auch schon, auch wenn es ein bisschen nach Phrase klingt, die Handschrift des Trainers. Denn der ermutigt sie dazu. Das habe ich auch gehört. Auch mitbekommen, so was man so sieht, ist wohl, man kann Fehler machen. Ja? Auf jeden Fall. Und das ist das A und O, dass du Fehler machen darfst, sonst probierst du ja nichts. Und nur wer was probiert, kann Außergewöhnliches schaffen. Oh, die schießen uns ab. Danke, Sascha, du hast uns gerettet. So, jetzt aber Eschborn wieder unterwegs. Schnell haben sie ein bisschen Platz auf halb rechts. Allerdings dann kümmert sich Kai Michel um Ortega. Ja, auch ja, und er gewinnt das Duell zunächst einmal. Und jetzt geht's weiter mit Pintol und Maslanka. Also, Seitenwechsel von Gebers rüber auf Sascha Korb. Der hat jetzt hier ein bisschen Platz, stoppt allerdings. Ja. Was haben wir eben gehört? Nach 37 Minuten war die letzte Wurst verkauft. Es gibt keine Wurst mehr. Das ist ein Knaller, oder? Das ist ein Knaller. Also, optimal vorbereitet hier. Ja. Jawohl, ja. 93 oder ja, jetzt die Frage, ob Hoca selbst schießen darf oder ob es Röser macht. Ja, ich glaube, Martin hat den Ball. Ja. Aber das ist genau die Situation, aber, da hat Hoca ist gefault worden. Ja, ja, das macht ja nichts. Das ist ja auch eine Regel, der Gefaulte soll den Freistoß immer selbst schießen. Unbedingt. Ja, ganz alte Fußballregel. Jetzt pass auf, den wird er also ganz sicherlich den direkt aufs Tor ziehen. Oder er legt ihn quer und Hoca macht den nächsten. Nein, den macht er jetzt. Hat er auf dich gehört? Na gut, ich weiß nicht. Ja, es sieht fast so aus. Ja, macht er rein. Macht er rein. Ja, ja, er macht's. Macht ihn rein. Fertig machen. Zum Jubeln. Ja. Also, Röser. Und das jetzt doch, es mit Ansagen. Mit Ansagen, ja. 2:0. Der Seher, Lutz Kammermeier. Das sieht man im Ansatz. Das sieht du kannst, man du im kannst Ansatz. Das Spiel lesen. Ich kann auch Freistoß lesen, wie kein Zweiter, links wie rechts in Winkel. Also, 2:0. Röser hat getroffen. 23 Meter, halblinke Position. Das ist jetzt 20 Sekunden vor der Pause. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, einen Freistoß zu verwandeln. Wenn er an die Latte geht, wird es noch einmal eng, aber so. Der Mehmet würde es auch sagen, da war das Spiel durch. Mit dem Freistoß war es entschieden. Kannst du ruhig mal zeichnen. Wen, den Röser? Nee, das Tor. Das Tor, der macht ja nur so Tore. Ich habe ja schon 2-3 Mal gezeichnet. Also, Pintol rausgelegt. Und dann ist Halbzeit 2:0 für der UFC. Ja. Wir sind gleich wieder da für euch in Halbzeit Nummer 2. Ja, liebe Freunde, gleich geht's weiter. 2:0 steht's. Der UFC führt beim 1. FC Eschborn. Wir haben drei richtig gute Chancen gesehen auf Eschborner Seite, aber, und das ist es, was zählt, wir haben zwei herrliche Tore gesehen auf Offenbacher Seite und die rekonstruiert jetzt nochmal Lutz Kammermeier. Ja, 18, 19 Meter, halblinke Position, Dren Hoca hat zum 1:0 eingeschweißt und genau die gleiche Situation war es eigentlich, aber ein Freistoß, Martin Röser, und er hat ihn auch schön eingeschweißt. Mit Voransage 45. war das 2:0. Und jetzt passe ich mal auf mit der Uhr. Ja, jetzt geht es nämlich gleich weiter. Ja. Steven van der Burg ist mit im Team, sehe ich gerade. Ich sag gleich das komplette neue und Team. Dann haben wir Röser mit am Anstoß. Jetzt geht's weiter. Auch unser Neuzugang Marco Rapp. So eben an der Kugel. Dann läuft das Bällchen hier über. Ja, Julian Duda, genau. Alles neu. Na dann. Alles neu macht der Mai. Also quasi komplett Wechsel. Der einzige ist der Martin Röser, der muss heute durchzocken bisher. Somit sieht die Mannschaft aus, zweite Hälfte. Alexander Sebald im Tor. Dann haben wir mit der 8 Mike Vetter, mit der 15 der Theo, mit der 17 Stefano Meyer, die 19 Marco Rapp, der Neuzugang. 22 Steven von der Burg, 24 Julian Duda, 32 Jan-Henrik Marx, die 33 Nico Dobros und Lukas Friedrich mit der 34. Ja, schön, dass auch Julian Duda wieder dabei ist. Der hatte ja einen kleinen Infekt, der ihn außer Betrieb gesetzt hat. Theo, hier an der Kugel. Ja, jetzt. Ja, Vetter auf der Außenbahn. Und dann sind die blauen Herren der Lage. Also das schneller, dass ihr mit diesem tiefen Organ aus dem Hintergrund vielleicht hört, das ist Oliver Reck, ja, und er fordert immer die Jungs auf, schneller. Also, aufgepasst, Röser, nein,
Also an Langeweile einschlafen werden wir hier nicht mehr. Hier wird immer Tempo eingefordert und das versuchen die Jungs immer gut umzusetzen. Rechts auf den linken Fuß legen, ja, um dann vorbeikommen zu kommen. Ich habe ein Foto gesehen von unserem Marco Rapp. Das sah aus wie Adi Dvorak. Ja, er hat ja, so ein bisschen was vom Adi. Er ist ein bisschen größer als der Adi. Ja. Und Adi Dvorak kam ja hier aus Eschborn. Nein, der hat hier aufgehört am Ende. Der kommt aus Eddersheim. Hat er vorher auch hier schon gespielt gehabt. Hat er vorher ja auch gespielt? Weiß ich nicht. Ich meine, der ist aus Eddersheim, hinter Griftel, die Ecke. Da kommt die Familie Dvorak her. Also, da gucken wir mal, was unser Neuzugang so macht. Wir haben ja den anderen Neuzugang, Tren Hoca, eben schon in Aktion gesehen. Hat er wunderbar das Ding eingeschweißt. Es war also ein schöner Strahl, den er da eingelocht hat, muss man sagen. So, und das ist Duda. Wieder genesen auf Theo. Ja, und der Killermeier. Ja, er wünscht sich auch ein Lied. Er ist ja ein bisschen eifersüchtig auf Steven von der Burg. Ja. Muss man ja sagen. Hat man so rausgehört. Ein Killermeier, es gibt nur einen Killermeier. Ja, da haben sie nicht mitgezogen. Da muss irgendwie der ganze Block mal ran, dass auch der Killermeier seinen Song bekommt. Ja. Der Steven hat, seit der Song da ist, trifft er ja nicht mehr. Naja, also wir haben das hier mal aufgeklärt. Ja, der hat 130 Spiele. Er hat 131 Minuten gespielt und hat 2 Tore gemacht. Also diese Bilanz, glaube ich, die lasse ich mir gefallen. Die absolut, nein, das ist auch nur Spaß. Das ist schon so, dass du normalerweise bei diesen vielen, vielen Kurzeinsätzen überhaupt diese Anzahl an Toren hast. Das ist schon hervorragend, ja. Wobei es ist ja so, er braucht ja im Grunde nur 20, 30 Sekunden für ein Tor. Jede weitere Spielzeit ist ja schon fast verschenkt. Das ist die eigentliche Enttäuschung, dass man manchmal bis zu 20 Minuten warten muss, bis er ein Tor mal macht. Ja, das ist so. Siehst du aber, dass der Junge nicht mehr richtig will. Das ist so, ja. Früher hat das 10 Sekunden gedauert. Eben. Jetzt musst du 20 Minuten warten. Gut, aber da hat er mal so 10 bis 20 Tore nach 5 bis 9 Sekunden gemacht, dann wurde er satt. Ist zu satt. Ja. So. Dobros. Ja. Dobros und ich, wir beide haben nicht den gleichen Friseur, aber den gleichen Metzger. Ja, und Röse auch. Ja, ihr Biberaner, ihr. An dieser Stelle herzliche Grüße ans Team Metzgerei Schmidt. Allen voran die netten Verkäuferinnen. Ja, kannst auch mal die Freundin von Martin Röse grüßen, oder? Ah, ja, die grüßen wir auch, genau. Ja. Dobros, guck an, jetzt fängt er wieder an zu zaubern. Gut, der Martin hat es vorhin gemacht, den hat er schön reingezaubert, den Freistoß. Du, da hast du das eben gesehen, da stand er erst hinter Mann, vor den Mann und hat den Ball tatsächlich bekommen. Ah ja, na, so soll das sein. Also, einfach gedankenschneller und auch in der Bewegung schneller. Ja. Nein, also. Ja, Röser wird hier schon sehr eng genommen. Wenn es irgendeinen sichtbaren Unterschied jetzt so für mich gibt nach diesem Badingen, dann ist es wirklich diese Geschwindigkeit, in den Zweikampf zu kommen. Dieses ganz schnelle Pressen, dieses Ball erobern und dann zack, zack weiterspielen. Ja? Immer dieser Versuch, unglaublich schnell direkt zu spielen. Klar gibt es da auch mal Fehlpässe, aber was soll's. Wenn es klappt, aber dann klappt es. So kannst du es übertölpeln. Jetzt sind wir schon wieder über rechts. Das ist, glaube ich, Lukas. Nee, Jan-Henrik Marx ist das. Johnny heißt er. Johnny, ich weiß, Kapo hat ihm den Namen damals gegeben. Fachkreisen nennt, heißt er Johnny. Johnny, ja, Kapo hat ihm damals diesen Spitznamen gegeben. Kam von Kapo, genau. Ja. Und sie haben überlegt, ja, wie können wir ihn nennen? Und Kapo hat gesagt, ich wollte schon immer mal mit Johnny zusammenspielen. Ja. Du heißt jetzt Johnny. Johnny. Aufgepasst, na gut. Haben die den Torwart gewechselt? Die anderen müssen wir mal schauen. Nee, immer noch die 2:12, glaube ich. Aber wir haben den Torwart gewechselt. Ja, wir ja. Alexander Sebald, habe ich ja gesagt. Ist jetzt die 2:11, beziehungsweise die 2:10. Und Martin Röser, der muss heute durchbrummen. Aber das war ja im Vorfeld schon klar, dass der heute ein 90er gehen muss, so wie es ausschaut. Weißt du, was ich mich nachher so auf das gemütliche... Badewanne, Dusche, egal, irgendwas, also ist nicht schön, jetzt ist nieselt wieder so leicht. Es ist Samstag, du kannst dich ruhig mal wieder waschen. Das stimmt, die Zinkbütt ist desinfiziert, da kann ich dann wieder ein kleines Vollbad nehmen. So. In diese kleinen Zinkbütten, kennst du die noch von damals? Da glaube ich, passe ich mittlerweile nur noch mit meinem Hintern rein, der Rest guckt raus. Und wenn ich dann aufstehe, bleibt die Zinkbütt am Hintern hängen. Das ist das Lustige. Also die Griechen-Connection hier auf der linken Seite, Dobros und Theodosiadis. Und der Alexandros, der muss sich besonders anstrengen, denn sein Papa steht hier direkt an der Linie. Ja. Er beobachtet das ganz genau.
Und wenn er da nicht ordentlich spielt, nee, gibt es heute Abend keinen Tzatziki. Ist auch so, der hat ihn auch schon mal am Ohr gezogen hier, wie er den Ball einwerfen wollte. Hat er ihn erst mal am Ohr gezogen. Er hat gesagt, Theo, so nicht, du Junge. Dafür habe ich dich nicht in Fußballverein angemeldet. Ja. Also, Eschborn? Nein. Ja. Nein. Zu weit. Fahne hoch. Fahne hoch. Ich gucke immer auf den Liri. Bei solchen Pässen muss man immer auf den Liri gucken, weil dann kann man ganz entspannt sein. Wie oft hatten wir das, dass du schon Herzinfarkt bekommst wegen vermeintlicher Gegentore und der Liri steht da und winkt die Fliegen weg. Ja, so war's. So, da haben wir ihn, Theo. Durchgesteckt auf Röser, allerdings wird es dann da ganz, ganz eng. Dennoch bleibt der UFC im Ballbesitz. Oh, schön gesehen, Jan-Hendrik Marx, Johnny auf Vetter, aber der ist ein bisschen zu weit. Ja, passiert. Es ist nass, also es ist hier der Kunstrasen, der geht gut ab, weil der schön gewässert ist. Da ist so mancher Steilpass, kriegt dann doch ein bisschen zu viel Fahrt. Aber es macht nichts. Insgesamt sehr, sehr flottes Spiel hier. Wir führen 2-0. Wir führen das mit Recht, auch wenn, aber darf man nie vergessen, Eschborn drei blitzsaubere Chancen hat, einen Pfostenschuss. Einmal Sascha Korb auf der Linie gerettet, einmal der Eckes. Aber wir hatten auch durch Maslanka noch eine sehr schöne Schusschance. Also insgesamt flottes Spiel. Aber hier auch beim Nico Dobros, du, selbst bei diesen Witterungsbedingungen, die Frisur sitzt. Das ja. Bei Wettertaft. Aber das sieht komisch aus, wie so ein Superheld mit diesen schwarzen Armen und den Handschuhen da. Das hat wie so ein Superheld-Kostüm sieht das aus. So ein bisschen. Und Handschuhe da. Und Handschuhe. Aber gut. Aber am lustigsten sieht es bei Steven von der Burg aus. Kurzes Hemd, ja, kurzärmlich, aber Handschuhe. Aber ich verstehe das an die Hände. Oh, das hat er gut jetzt gemacht. Da hat er nämlich den Ball abgeluchst. Aber OFC muss neu aufbauen. Naja, da hat er aufgepasst, der Johnny. Sehr schön. Einwurf wird es geben für die Blauen, die Heimischen. Spielen hier aufs Gewächshaus zu. Sieht aber schon ziemlich spritzig und flott alles aus. So. Das ist kann man nicht anders sagen. Doch, ich freue mich auf Freiburg. Ja. Du fährst ja erstmal nach Regensburg. Ja, nach Rainsboro. Rainsboro. In Regensburg haben übrigens Familie von mir gewohnt früher. Mein Onkel Willi hat in Regensburg gewohnt. Okay. Der Onkel Willi hat mir immer die Briefmarken weggenommen. Also das letzte Spiel, das wir in Regensburg um Punkte hatten, haben wir deutlich gewonnen. 4-1, zweimal Adi Dvorak. Und es war saukalt und es waren keine 1000 Zuschauer im Stadion. Was? Ja. War das nicht das 4-1? Nein, es war saukalt. Es war, glaube ich, sogar ein Nachholspiel. Ehrlich? Ja. Also das war, aber ich war dabei, während du natürlich auf der warmen Couch gelümmelt bist. Jetzt sage ich Martin Röser. Ha. Ja, Dobros wurde aber gefault und jetzt will er es natürlich auch selbst, aber nein, der Martin sagt Martin, ihm schon, ich mach das. Kurier genau, du dich aus, ich mach genau, das. Das ist genau das Ding, also der wird wahrscheinlich nicht reingehen, aber gefährlich kommen. Aber gefährlich kommen. Also, wählen Sie selbst Tor Nummer 3. Ja. Mit der 7, Martin Röser. Das ist keine Wiederholung, das ist das nächste Tor dieser Art. Die Frage ist nur, geht er in die rechte oder in die linke Ecke? Weiß ich nicht, Hauptsache rein. Ja. Naja. Das Tor war zu klein, glaube ich. Ich glaube, das Tor war zu klein. Ich meine, vorhin hätte das Tor auch noch ein Stück weiter hinten gestanden. Ja, die haben ja die Jugendtore hingestellt da drüben. Du. Siehst du das? Frechheit. Allen Tricks gearbeitet. Allen erlaubten und unerlaubten Tricks. Also der UFC hat komplett durchgewechselt hier in der zweiten Halbzeit. Komplett heißt, außer Martin Röser. Der muss heute seinen Wellness-Tag in Belek büßen. So war es doch. Ein Tag durfte er schön Wellness machen. Du. Hat er mit dem Lars in der Sauna gesessen. Und das muss er heute abbüßen und in den 90er gehen. Ich saß ja die ganze Zeit immer nur am Strand. Ja, ich habe das gehört. Hab da ein bisschen Urlaub gemacht. Ich habe aber auch gehört. Ich hatte ein großes Team dabei, die haben das alles für mich erledigt. Das stimmt. Das war aber so, dass es waren Greenpeace-Aktivisten da, die dich eines Morgens wieder ins Meer zurückgezogen haben. Richtig, das ist so. Das war so, gell? Du hast dich da schön hingelegt und dann kamen sie.
mit ihrem Kanonenboot und haben dich wieder ins Meer gezogen. So, so wollen wir schauen. Theo an der Kugel. Das ist Rapp, der Neuzugang. Alexander Seewald, auch langbehoben. Ich werde hier diskriminiert, merkst du das hier? Nein. Aus der Führungsetage. Der Stab hat dich diskriminiert. Ja, ja, fürchterlich. Aus dem Stab. Ich werde gedisst, merkst du das hier? Ja, 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 ja. Aber mit was? Mit Recht? Mit Recht. Ja, ich werde jahrelang von dir klein gehalten, ja. Du wirst klein gehalten. Gut. Es ist mir wenig gelungen, dich klein zu halten. Ich sag's mal so, nach Aschermittwoch geht's mir gut, weil ich immer dein Bier bekomme. Ja. Aber hier gibt's ja kein Bier. Ich muss jetzt nur noch 6,5 Wochen ausharren, ja. ohne Bier, haben ohne Alkohol. Haben wir eigentlich Punktspiele in der Zeit? Natürlich haben wir Punktspiele haben in der Zeit. Haben wir in der Punktspiele war letztes Jahr auch so. Da hast du, du doch jeden Job bekommen, den ich ausgegeben bekommen habe. Ja, da war ich wochenlang nicht mehr nüchtern, du. So, aber jetzt vielleicht OFC mit der nächsten Möglichkeit. Freistoß wird es geben. 38 Meter, halb rechts. Ja, der ging dann doch links am Gehäuse vorbei. Ach, das ist ein... Dover, so ein ganz komischer Regen, der hier runter tröpfelt. So ein Tröpfelregen, ja. Nicht stark, aber kalt, eklig. Aber das Spiel ist schon ziemlich erwärmend, muss man sagen. Die zweite Elf sozusagen. Ihr habt genug gesehen. Die ersten Fans waren dann enttäuscht ab. Ja, senkt im Kopf. Mach's gut, ciao. Schimpfen verlassen sie das Sportgelände. Wie nur 2-0. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, du. Ich komme nie mehr. Nie mehr. Der Kutzop hat früh die Bälle in den Winkel geschossen. Heute fliege ich sie mitten rein. Schlimm. Schlimm. Beim Kutzop waren die Bälle noch aus Leder. Also, der Pross. Oh ja. Ja, Vetter. Hat ihn sogar. Pass auf, du, der kommt nochmal. Und dann ist er doch deutlich im Aus. Auf dem Hauptfeld. Oh. Also ich weiß, ich werde mir diese Aufzeichnung auch mal anhören, ob man da Oliver Reck hört im Natürlich, Neben. Hörst du da und das ja, ist schon, er ist von uns ja, 20 Meter weg. Ein guter Strafraum ist es. Und wir hören ihn sehr gut. Wir hören ihn sehr, sehr gut. Ja, aber was noch wichtiger ist, seine Spieler hören ihn. Ja. Und was noch wichtiger ist, sie verstehen ihn. Das ist das A und O. Also ich habe auch so außerhalb des Mikrofons mal mit den Spielern gesprochen. Okay. Und da war der Tenor so unabhängig voneinander. Wir haben echt was gelernt. Das haben sie gesagt. Gut. Trainingslager. Das ist gut. Und das ist nicht die schlechteste Zusammenfassung eines Trainingslagers. Nein, 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 nein. Das ist so. Vetter hat das richtig gelöst. Also ich freue mich, Rückzieher. Ganz ehrlich, ich freue mich jetzt nächste Woche auf das Testspiel schon mal bei Rot-Weiß Frankfurt. Weil die sind, ja, die sind nämlich Tabellenführer der Hessenliga, in der auch wir spielen Sport dort gegen die Frauen. Nein, gegen FFC meinst du. Spielen die auch dort, oder? FFC spielt da auch, ja, ja, klar. Die spielen da auch. Das ist Rot-Weiß Frankfurt, da ist Cem Kara. Kann ich dir auch eine Geschichte zu erzählen? Da habe ich damals... einen Sitzstreik gemacht, ja, mit den ganzen Fans, denn die haben extra zu unserem Spiel einen heftigen Top-Zuschlag verlangt. Und damals habe ich die Fans überreden können auf der, wie heißt es, Ludwig-Landmann-Straße. Genau. Genau. Und da haben wir alle gesessen, haben gesagt, wir gehen nicht rein. Ja. Wir gehen nicht rein, erst wenn der kommt und sagt ihr normaler Preis. Okay. Und am Ende war es dann wirklich so. Kurz vor Anpfiff haben sie uns durchgewunken, haben sie uns den Preis gemacht und dann war der Top-Zuschlag dahin. So nicht, Freunde. Das war aber nicht bei irgendeinem 3:3 oder sowas. Ich kann mich da dunkel an einen 3:3 erinnern. Das kann schon sein. Wir haben ja da selten erfolgreich gespielt. Oliver Roth hat uns ja da in aller Regelmäßigkeit abgeschossen. Ja, ja, ja. Also das war... Aber der Sitzstreik, damit waren wir erfolgreich. Ja. Ja, schau auf die Uhr. Flutlicht ist an. Die letzte, die berühmte Kickers halbe Stunde hat begonnen, also hier noch 30 Minuten zu spielen. Hast du dich eingecremt? Ja. Dass du keinen Flutlichtbrand bekommst. Richtig, ja, Flutlichtbrand. Lichtschutzfaktor 50. Ja, oh, da rutscht der weg. Was war denn da?
Da soll Lukas Friedrich gezupft haben am Leiberl. Das ist aber ziemlich niedergesunken. Du hast die ganze Zeit die Hände in der Hosentasche. Ja, nee, in der Jackentasche. In der Jackentasche. Ja, jetzt kannst du mal das Mikrofon halten, da kann ich auch mal meine Hand ein bisschen abwärmen. Ach, jetzt bin ich ja auch noch hier zum der Mikrofonhalter, Lars. Wunderbar. Das machst du gut, Lutz. So hast du es gern, gell? So hab ich es gern, ja. Wenn du jetzt noch einen Tee bringst. Soll ich dir noch ein Teechen machen? Ja. Kleines Teechen kochen? Ja, das wäre doch angenehm. Okay, Eschborn wechselt. Keine Ahnung, ob die jetzt eine Halbzeit gewechselt haben. Schauen wir mal. Pommes hast du geholt, Kevin. Kevin Hillmann wird kommen mit der 21. Der geht jetzt rein. Schauen wir mal, dreh dich mal um. Die 3. Benjamin Sabic, der ist runter. Das haben wir mitbekommen. Ansonsten, Babic. Nicht Babic. Ach, Bejic, nein, Christian. Aber lange her, Babic, 90er Jahre. Ja, gut, da war ich schon dabei. Ne? Ja, ich habe auch irgendwo so ein altes Stadionheft. Da habe ich ein Autogramm von ihm mir geholt. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er mit Vornamen? Der Milan Babic. Babicic. Genau, Babicic, nicht Babic. Wir hatten doch auch mal. Nein, Babic gab es mal einen Bundesligaspieler namens. Babicic hieß er, genau, Babicic. Wir heißen ja jetzt alle Cic, Milan. Relic, ja. Mehic, Mehic, Kisneric, ja. Kisneric, ja. 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 Barbara Kleinic, Kleinic. Spanic, Spanic. Kucic. Kucic, alle, ja. Also der ganze Verein ist unterwandert worden. Ja. Haben wir einmal nicht aufgepasst. Einmal passiert. Nicht aufgepasst, das ist so. Was? Natürlich. Natürlich. Tja, Lutz. Endstation. Das erinnert mich so ein bisschen an einen, das war ein ehemaliger Frankfurter Verein, FV Progress hieß der. Ja, die haben mal einen Punkt gespielt. Ich habe gegen die auch mal einen Punkt gespielt. Da hat ein Spieler von denen, hat, sagen wir mal, da gestanden mit seinem Fuß, wo es dem Mann wehtut. Ich habe ihn dann weggehoben, ja. Ja. Hab dafür 10 Minuten Zeitstrafe damals bekommen und keine 2 Meter daneben stand der Trainer von Progress und lachte laut. Und der wurde dann später, ist ich mein Mann, Weltstar Stepanovic. Der hat da nämlich seine erste Trainerstation gehabt. Ach ja. Der hat dann gelacht. Sein Spieler fault und ich gehe vom Feld. Leppe geht weiter. Du, ja. Die Leppe klebt weiter. So. Doppelkopf war das. Das war Doppelhacke. Das war ja genau dieser Mann, der den legendären Satz gebracht hat. Hauptsache, wir bringen die Punkte mit nach Frankfurt. Nach Frankfurt, aus München ja war es. Das war vorm Spiel ich in sag, München. Wenn ich sage Frankfurt, ich meine Offenbach. Ja, wenn ich das, ja. Hier, da habe ich schöne Geschichte gehört von einer Mannschaftsbesprechung. Da standen 13 Namen. 13 Namen standen auf der Tafel. Ja, und da hat dann einer gesagt, hier, Trainer, das sind 13 Namen. Und da hat er gesagt, gut, streichen wir Spedi. Spedi bist du raus, hat er gesagt. Spedi bist du raus. Waren es halt nur 12. Aber Kickers können auch mit 12. Ja, ja. Fahren wir nach München, Käffel im Tor. Kenn ich Käffel, spielt er im Tor. Hier, da steht Endres hier. Kenn ich Endres, spielt er im Tor. Der Mützenende, guck mal, wie die stehen damit. Die stehen im Regen. Als Kickers-Fan, Jungs hier. Als Kickers-Fan steht man schon manchmal im Regen. Ja, aber unsere Spieler, ihr sollt spielen, ihr werdet krank. Das kommt schon mal vor, dass man als Kickers-Fan im Regen steht. Als Kickers-Fan ja, wir auch, aber die Stars. Ich fand das immer schön im Facebook, dass die mit den Kickers Stars. Ja. Die Stars. Ja, aber weißt du, warum ich das geschrieben habe? Ja, weil es Stars sind. Nein, das hat einen technischen Grund. Ich muss immer OFC oder Kickers reinschreiben, damit das automatisiert auf der Website auch erscheint. Ja. Also der erkennt den Begriff. Okay. Und jetzt hieß es ja da live aus Belek. Ja. Und dann musste ich irgendwie den OFC reinbringen. Also musste ich OFC Stars oder irgendwas. Stars war halt kurz. Ja. Kurz war das, ja. Dann habe ich einfach OFC Stars geschrieben. Das stimmt ja auch. Na ja, klar. Aber weißt du, was mir... Also in Zukunft wird eins nicht mehr passieren. Na. Weil du wirst künftig bei Pressekonferenzen ja schreiben und die Presse, also die Stimmen mit den Spielern, und unserem Trainer Oliver Reck. Ja. Jetzt ist mir bekannt, bei Facebook kein Kickers-Fan, der Reck heißt. Weil du hast es jedes Mal geschafft, ich weiß, mit die Patrizia Schmidt zu verlinken. Ja, ja. Wenn du Wobei, kurz bevor der Rico Schmidt dann ging, habe ich es rausgefunden. Hast du es gelernt? Ja, weil ich muss nach dem Namen Schmidt ein Leerzeichen setzen. Genau. Und dann ging es. Ganz genau. Ja, dann hätte es auch ohne Patrizia Schmidt. Aber so hast du sie immer schön verlinkt. Naja, sie war glücklich. Ja. Ich auch. Sie wusste immer, jetzt gibt es die Interviews und jetzt kommt Dobros. Ja. Ah, reingeschnippelt. Hast du gesehen, wer den unterschnippelt hat?
können es schon. Ja, so einen Ball hätte ich nie spielen können, da hätte ich mir den Fuß gebrochen. Ah doch, sieht flott aus. Ja. Aber hast du eben gesehen, wie schwierig das auf dem Kunstrasen teilweise in der schnellen Drehung ist? Eben dieses wie so ein bisschen, auch wenn du auf blankem Eis läufst. Marco Rapp hast du eben ganz genau gesehen. Das war Marco Rapp, genau. Die Drehung, die war schwierig auf dem Rasen. Ja, ich wollte es gerade sagen, das sieht so aus, gell? Hat der Turnschläppchen an, gell? Das sieht so aus wie Turnschuh. Sehen nur so aus. Ist da sowas ähnliches wie ein Noppen drunter? Das sind Ballettschüchen. Ja. Hat er die auch von dir? Hatten wir ja auch schon. Weißt du, du kannst dich daran auch erinnern. Als unsere... Minzel und Müller. Als die weißen Ballettschüchen. Naja, nee, ja. Unsere gibt der Elfmeter. Das Spiel kippt. Lars, keine Sorge, ich stehe doch an der Kamera. Ja, also es kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Yannick Dietz steht an der Kamera. Der fängt nie ein Tor ein. Nein. Also, es kann nichts passieren. Also... Alexander Sebald kurz vor seinem ersten gehaltenen Elfmeter. 23 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Yannick, walte deine Sorgen. Wen haben wir da? Lukas Ehlert wird schießen. Tu mein Bestes, Lars. Und halt ihn einfach. Er schießt ihn links unten rein, mein Tipp. Achtung. Ja, links unten, warum glaubst du mir nicht? Yannick, auf dich ist kein Verlass Mensch. Mehr. Mensch! Linksfuß, links unten. Ich glaube, ich muss mal auswechseln an der Kamera da. Also 1:2 war es. Ja, Lukas Ehlert, Foulelfmeter. Halt mal kurz, dann schreibe ich das auf, falls uns mal jemand fragt. Ob also jetzt wird es nochmal spannend. Hochspannende Partie hier in Spanien. Na, nur noch 2:1. Ja. Das Spiel ist wieder offen. So schnell ist er wieder abgesetzt. So, also was haben wir denn? 23, 45, 68. Ich auch noch rechnen können, wie gut dass ich Kopf rechnen kann. 68. Minute war das. Da kommt da die 11, wollen wir den auch schnell nennen, solange ich noch erkennen kann. Ne, die 11 steht gar nicht auf dem Bogen hier drauf, okay. So ein großer Mathematiker, ich weiß doch, das hat dir doch dein Abitur gerettet, Mathematik. Ein Punkt hatte ich, ein Punkt. Sie waren froh, dass ich weg war. Nein, das war einfach nur teilgenommen. Ja. Ja, auch da, das hat gereicht. Also die 11 haben wir hier gar nicht auf dem Spielberichtsbogen, der da eben eingewechselt wurde. Deshalb können wir ihn auch nicht benennen, tut uns leid. Wir haben es ein bisschen schleifen lassen. Wir müssen ein bisschen hier ernst der Sache wieder angehen. Das war Marco Rapp auf Julian Duda gespielt. Im Verbund hier mit der Griechen-Connection, Dobros und Theodosiadis. Wir müssen es wieder ein bisschen spannender kommentieren, weißt du? Das Nein. Doch, du warst ganz abwesend. Warst du. Ich bin nicht abwesend, ich bin begeistert. Ich bin hier voll bei dem Spiel. Ganz ehrlich, also... Es ist jetzt... Nein, mich packt hier nicht die Panik, ganz ehrlich. Jetzt ist halt ein Elfmeter passiert, das passiert nun mal. Aber viel mehr auch nicht. Hand, Junge! Also er stochert sich ja durch bis zuletzt. Und das war, glaube ich, der erste Geschwender. Michel Geschwender. Jetzt bloß nicht über Standards noch den Erfolg gefährden. Ja, Eschborn beim Freistoß. Das ganze 35 Meter bis zum Tor. Aber Sebald hat ihn abgefischt. Und glaub mir, das war ein gar nicht so einfach zu halten, der Ball. Der kurz vorher aufdrückt. Ganz genau. Den musst du aber genauso berechnen und dann auch wegfischen. Das sage ich dir als ehemaliger Schultorwart. Das sind die ganz dummen Dinger. Sein Geodreieck angelegt, hat den Winkel ausgerechnet. Absolut. Der war Mathematik besser als du. Ja. Hast du das mitbekommen? Es wurde ja jetzt bewiesen, dass Einstein recht hat. Mit seiner Relativitätstheorie. Ja? Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist schön zu wissen, er hatte recht. Ja, das ist schön zu wissen. Bringt uns auch nicht weiter, aber er hatte recht. Ja. Du lenkst wieder ab vom Geschehen, Lutz. Du sollst... Ich sehe das Geschehen nicht mehr, weil meine Brillen... Die Kickerstore reinbabbeln. Ja, das will ich und nicht ständig abweichen. Ja, aber irgendwie nach vorne ist unser letzter Zugriff in die Region, gelingt uns nicht mehr so. Ja, aber woran liegt denn das? Weil du abwesend bist. Nein. Weil du nicht richtig kommentierst. Das stimmt. Ja, aber du hast mir auch das Mikro in die Hand gegeben. Wir haben noch nie ein Tor geschossen, wenn ich das Mikro hatte. Das war doch das erste Mal. Das stimmt. Naja,
aber so kann ich wenigstens auf die Uhr gucken. Ja, wann werden wir denn erlöst hier? Wie lange haben wir denn noch auszuharren? 26, 19 Minuten. Also, jetzt der OFC, das sieht doch gut aus. Theo alleine. Ja. Also, boah. Rapp, Meier, der Killer. Sieht echt aus wie Turnschuhe. Ach, schade. Warum Rapp? Ja, doch, es sieht wirklich so aus. Ich bin mir nicht sicher, ob der da großartige Noppen drunter hat oder irgend sowas. Auch diese Längsnoppen oder so. Das sieht ganz, ganz, sieht aus wie Bürstenschuhe. Sind Bürsten, gell? Deshalb, der hat so eine, diese Drehung, diese Rückwärtsdrehung, die sah ein bisschen aus wie auf Eis. Jetzt erstmal ersporn wieder. Vorwärtsgang. Aufpassen. Oh, ich bin ja noch ein Elfer, was? Irgendwann ist gut. So, ich muss mal meine Brille etwas reinigen. Keine Scheibenwischer da dran. Nee. Du sagtest auch erlöst, also nicht erlöst vom Spiel, weil das Spiel ist nach wie vor flott. Ich hatte schon lange so den Eindruck, dass du nicht so den richtigen Durchblick hast. Nee, ich habe keinen Durchblick mehr. Aber es ist wirklich hier, das Wetter wird immer unangenehmer, der Himmel immer grauer. Und den Mikrofonschutz, den können wir gleich ausfringen. Den können wir ausfringen, ja. Dann kannst du, so, da kommt so ein halber Liter raus. Da könnte ich auch nachher mein Auto mit waschen, ja. Da ist genug Wasser drin, das reicht. Aber es ist eine weitere Art und Weise, ein Spiel zu kommentieren heute. Das hatten wir auch noch nicht so oft, dass du auf dem Biertisch stehst, ich auf einer Bierbank. Ja, auf gleicher Höhe. Auf gleicher Höhe quasi, das Ganze so, ja. In einer angenehmen Kälte warten wir, dass es entweder aufhört zu regnen oder der Schiri das Spiel abpfeift. Und ich glaube, eher wird das Spiel beendet sein, als dass der Regen nachlässt. Also, gute Viertelstunde hier noch. 17 Minuten. OFC führt 2:1. Drenhodža mit einem Traumtor aus 19 Metern und Martin Röser mit einem Traumfreistoß. Den kennen wir von ihm. Das war jetzt nichts Neues, aber es ist schön, dass er diese Fähigkeit auch mit ins neue Jahr genommen hat. Und eben ein Foulelfmeter für Eschborn. Oh ja, jetzt Dobros. Dort vorne hat es gleich mit Zweien zu tun. Hat er was abbekommen. Ah ja, wenn es weh tut, tut es weh. Dann ja, müssen aber er war er selber schon, in Schuld. Schon blöd. Ja, weil er selber reinrutscht. Ja, morgen geht's weiter für die Kickersbuben. Ja. Wer gedacht hat, jetzt nach der Regenschlacht hier sozusagen, ist dann schön Wochenende. Nein, morgen wird trainiert. Ehrlich? Ja. Wieso das denn? Ja, ich weiß es halt. Es wird trainiert. Ist denn schon Vorbereitung? Ah ja gut, warum auch nicht? Sie sollen sich ja ständig und dauernd... Belek Ultras. Alles Belek Ultras hier. Habt ihr schon gebucht jetzt? Habt ihr gebucht jetzt, ja? Naja, alles gebucht. Ja, dann ist gut. Also. Du musst ja noch mit ins Meer buchen. Ja, ich war bis kurz vor Zypern. Hat meinen Ausweis nicht dabei, ja. Da haben die mich weggeschickt. Die sagen also, ich wäre nicht im Meer gewesen. Klar, sag doch, die Greenpeace-Aktivisten, die dich zurückgezogen haben. Nee, mein Team, da bin ich auch noch sauer. Ne? Ja. Die hatten ja die Kameras und so, aber da sind sie natürlich nett, als ich dann im Meer da geschwommen bin. Das haben sie nicht gefilmt. Ne? Jetzt kann ich es nicht beweisen. Ne? Also ich habe in Offenbach kam die Meldung sich an. Die Gerüchte, ich wäre gar nicht drin gewesen. Nee, aber ich habe gehört, also ein David Hasselhoff-Double. Mit meinen Schwimmflügelchen. Hast du das mitbekommen, dass ich Schwimmflügelchen bekommen habe? Brauchst du doch gar nicht. Nein. Du hast doch einen Naturflügel unten. Ja. Ja, um den Bauchnabel herum. Ein Delfin. Ja. Jetzt Theo. Also. Auf Dobros. Jetzt muss er aber kommen. Ist da oben noch alles trocken? Ja. Also doch ein sehr weiteres, flottes Testspiel, das wir hier sehen. Kann man nichts sagen. Ja, Eschborn will auch irgendwie nicht verlieren, aber unsere Jungs sind immer wieder stets bemüht, was draufzulegen. Stets bemüht. Nein, also hier wird nichts verwaltet gemacht oder so, oder irgendwie so runtergekuschelt. Es geht alles weiter. Nur Eschborn hält natürlich auch gut dagegen.
Da eben in Person, ich habe ihn sogar erkannt, Daniel Hendrich. Hendrich, da war er, die 17, der ehemalige Offenbacher. Der Hendrich, der Daniel. Noch gar nicht so lange her. Nö. Dritte Liga hat er gespielt noch bei uns. Dritte Liga, ich glaube, der hat auch nach dem Zwangsabstieg war es vorbei. Ja. Ja, oh, Stopp raus, sehr schön gemacht, aufgepasst. Und da kriegt er den Ball zurück von Martin Röser. Jetzt geht's dann vorwärts. Und dann muss es klingeln. Das war die große Möglichkeit, hier das 3:1 zu erzielen. Also Ding hat er schon gemacht. Das aber jeder hat auch was abgekriegt, ja. Bursche. Ja gut, aber müssen wir mal schauen. Das ist bei einer aggressiven Zweikampfführung. Passiert sowas schon mal. Wir hoffen, dass der Schiri pünktlich abpfeift. Das wollen wir sehr hoffen. Sehr, sehr pünktlich. Sehr pünktlich. Er kann überpünktlich, superpünktlich abpfeifen. Nee, es ist so, das tröpfelt hier runter, ist nicht so schön jetzt. Wetter ist suboptimal. Ich würde gerne das gleiche Spiel im Sommer noch mal sehen. So bei 23 Grad. Von einem schönen Gläschen Wasser. Aber heute, das viele Wasser von oben, ist nicht so schön. So, Duda. Dobros. Ei, ei, jetzt muss man aufpassen. Ei. Oh, da muss er aber raus. Sebald macht Theo das erstmal gut. Theo klärt dann die Situation. Also, die Eschborner, die wollen es nochmal richtig wissen. Ja. Doch, sehr, sehr flottes, inspiriertes Spiel hier. 2:1 steht's. Dren Hoccia und Martin Röser, die Torschützen für den OFC. Und ein Vollelfmeter von Ehlert für Eschborn. Ist noch alles gut? Alles ist gut. Hört und sieht man uns noch in der Welt? Natürlich. Ellen, ich beneide dich zu Hause schön auf dem warmen, kuscheligen Bett in den Laptop gucken, während ich hier friere. Also sei froh, dass du heute hier nicht mit bist. Das wäre das Ende gewesen. Es gibt nicht mal eine Wurst. Die war, nach 37 Minuten war die ausverkauft. Haben wir mal was zu trinken bekommen? Gar nichts. Gar nichts. Bekommen. Null. Ich habe mir einen Kaffee gekauft vorhin, damit ich wenigstens ein bisschen was Warmes habe. Aber gut. Ha? Wie lang? Oh Gott, oh, mir tut jede Bewegung weh, ehrlich, ich bin total eingefroren. Halt, wählen, Stoppuhr, wo ist es? 33, 34 Minuten Spiel, also noch 9 Minuten, nee, 11 Minuten. 11 Minuten elf. Noch bis Buffalo. Ja, 11. 11. Na, der 11 Meter hat er pfiffen. 11 Meter. 11 Meter hat er pfiffen. Ein Stangelschuss vom Kiesner. Wir erinnern 2001 ein Stangelschuss gegen die Traktorenfront. Ja, sicher. So, Alex Sebald lässt sich jetzt 11 Minuten Zeit mit dem Abschlag. Sieg ist unser, aber auch die Frostbeulen. Ja. Ich beneide auch die Spieler ehrlich nicht um das Spiel da, weil das ist so eklig, bei so einem Wetter auch noch zu kicken. Das ist widerlich. Also Kunstrasen, glitschig, nass alles. So, jetzt, komm, können wir noch einen setzen. Ja, da gibt es auch noch mal richtig Gas. Das ist Lukas Friedrich. Kommt hier aus dem Vogelsberg. Oh. Gut, geht er da vorbei, der Mike. Oh, rechts knapp am Tor vorbei. Es wird auch gerne mal jetzt aus einer größeren Distanz geschossen. Also der Abschluss wird mehr gesucht auch. Der ist, glaube ich, da ermutigt er sich auch immer zu, oder? Abschluss, Abschluss, Abschluss. Aber ist auch das A und O, du musst schießen, um zu treffen. Boah. Das ist schon, ja, gestrecktes Bein, klar. Aber ich den Lukas Friedrich gerade da so sehe, ne? Wir freuen uns ja dann immer an den jungen Talenten, auch die von weiter her kommen. Aber wir müssen an dieser Stelle auch mal Danke sagen den Eltern. Natürlich. Die diese dann, das musst du dir mal überlegen, der kommt von Schotten. Ja? Der muss 3 bis 4 Mal die Woche von Schotten aus dem Vogelsberg bis nach Offenbach gefahren werden und zurück. Ja, und vor allen Dingen, dann sitzen die Eltern da 2 Stunden. Ja, ja, ja. Also das ist schon ein Riesenaufwand. Und ja, großen Respekt an die Eltern. Also Schotten kenne ich, da haben wir mit der Frauenmannschaft gegen Rhein-Rot-Gonderskirchen, hießen die damals, Rhein-Rot-Gonderskirchen gespielt. Das ist ein Weg, das sind 70 Kilometer und die fährst du auch auf der Landstraße da hoch. Also
Das ist nicht alles asphaltierte Autobahn. Ja, und Schotten ist sogar noch ein Stück weit dahinter. Ja, ja. Ich glaube, Rhein-Rot ist ein Ortsteil. Gonderskirchen ist da hinten, Laubach. Ja, da, ja, 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 ja. Also die haben in Rhein-Rot gespielt. Das ist Schotten-Rhein-Rot, glaube ich. Aber es ist schon eine ganz schöne Ecke. Do. Ganz schöne Ecke. Schöne Gegend, aber auch eine ganz schöne Ecke von Offenbach weg. Können nicht alle in Biber wohnen. Böse Zungen behaupten, dort, wo die Kühe schöner sind als die Frauen, aber da schließen wir uns nicht an. Nein. Aber Sie haben schöne Kühe da. Natürlich. Sie haben schöne Kühe. Das wollte ich ja damit gesagt haben. Das ist, muss man so sagen. Aber der Sportplatz von Rhein-Roth, da hat direkt neben der Auslinie... Das Stadion, da stand eine riesige Eiche, das war immer geil. Wir haben immer da gespielt, wenn dann 1 Million Eicheln auf dem Platz lagen. Das war toll. So, jetzt versuchen die es auch mit Kurzpassspiel. One-Touch-Football auf Eschborner Seite. Schön, Julian Duda. Gut. Verteidigt da hinten. Ja. Ja? Oh je. Hauptsache, ihr steht im Trockenen da oben, das ist das Wichtigste. Ich komme jetzt nicht da hochgeklettert. Nee, jetzt nicht mehr, ist ja nass. Obwohl, ich muss ja eh gleich abbauen. Ehrlich? Lass mich hier nicht alleine, Lars. So, das ist, boah. So, Steven van der Burg. Aber das ist dann doch zu weit. Also 38 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Ergo 7 Minuten werden wir hier noch beregnet. Und wehe dem, er spielt auch nur eine Sekunde nach. Ehrlich, also. Dann werden wir doch einen Spielabbruch herbeiführen müssen. Dass dann hier einmal nackig übers Feld, Hauptsache er pfeift ab, du, weil es ist, boah. Ja, sie gehen in Scharen, gehen die Offenbacher Fans hier. Schön Wetterfans gehen hier. Ja. Ihr mit euren braunen Gesichtern, du, euch erkennt man doch. Belek Ultras, so überall. Das ist so, es ist so widerlich hier. Die sehen alle so erholt, so, weißt du, so grundgebräunt erholt aus. Naja. So, 7 van der Burg. Was haben wir nur falsch gemacht, Lutz? Dass wir immer der Kälte irgendwie hier rumstehen müssen. Wir immer, du warst in Belek. Wir immer hören. Ja, und hast du ja mal gesehen, unter welchen Bedingungen wir dieses erste Spiel da aufgezeichnet haben. Ein bisschen windig da haben wir mit zwei Mann oben, aber du stand die Kamera festgehalten. Ja. Bisschen windig war es. Bisschen windig. Ja. Also hier ist echt eklig. So hört sich's an, wenn ein Blinder von der Farbe redet. Richtig, aber es ist hier eklig. Also ich habe jetzt die Aufstellung sogar in meiner, diese Aufstellung, die sind fast durchgeweicht, das ist Brei. Obwohl ich sie in meiner Tasche schon verborgen habe, aber selbst meine Jacke weicht langsam durch. Aber guck mal hier, einem dem gefällt's hier, der hat die dicke Bratwurst am Wickel. Herr Dr. Kistner, die letzte Wurst habe ich hier bekommen nach 37 Minuten. Das ist eine leckere Wurst. Ja, und vor allem, der Kammermeier hat sie nicht gekriegt. Das ist das Beste an dieser Wurst. Ja, da war er wieder, Marcel Reich-Ranitzky. Wir leiten uns schwebt auf der Kickerswolke Nummer 7. Und jetzt erst einmal Reuser unterwegs dort mit dem Übersteiger. Aber das ist sehr weit links. Ja, aus ist der Ball. Das wird erstmal nichts. Weißt du, was schön ist? Wenn du hier die Brille reinigst, dann noch ein bisschen die Augen austupfst und dabei dem Leichten nach vorne lehnen, dir ein eiskalter Tropfen in den Nacken fliegt. Das ist toll. Das ist. Ich dachte, der pfeift schon mal ab, aber nein, es gibt nur eine Auswechslung. Wechsel gibt's. Wer ist das? Die 13. Das ist Mohamed Asbay. Und runtergegangen ist die 22. Giuseppe Bagliaro. Das sind wenigstens mal Namen, die wir hier lesen konnten. Weil die 11, die läuft da rum, die steht nicht auf dem Bogen. Wenn wir Protest einlegen, dass wir das am grünen Tisch noch 4-1 gewinnen, das Spiel. Das Offenbacher Zimmer geht an uns vorbei, schreitet uns ab. Ciao, ciao, legt euch trocken, Mensch, Jungs. Henrich. Sogar unser Office-Eagle ist heute da. Hast du ihn gesehen? Wo? Was? Wo? Unser Office-Eagle. Ja, Thomas Office-Eagle. Ach, der, ja,
Ja. Thomas Adler. Ja, Thomas Adler. Ja. Also. Thomas Office Eagle. Office Eagle. Der Office Eagle. Der einzige Adler, den wir in Offenbach dulden. Erlauben und dulden. Ja. Alle anderen waren gerupft. Sehen alle ein bisschen durchgefroren aus, so wie wir auch. Tolles Wetter. Also die heute hierher gekommen sind, da sind die ganz harten, muss ich sagen, weil hier ist ja kein Dach, kein gar nichts für niemanden. Wer heute hier war, muss sich nicht Schönwetterfan schimpfen lassen. Definitiv nicht. Aber es läuft. Die Nase. Die Nase läuft. Das läuft das eiskalte Wasser hinten in den Nacken rein. Und das Spiel, das läuft auch. Der Regen plätschert, das Spiel läuft. Wie lange noch? 3 Minuten, 2:1 führt der OFC. Dren Hoxha und Martin Röser in der ersten Hälfte. Martin Röser mit einem tollen Freistoß. Dren Hoxha mit einem Tor des Monats. Richtig schöner Strahl, den er da eingeschickt hat. Und dann ein Foul-Elfmeter im zweiten Durchgang. Ehlert in der, glaube 68. war es. Das ist der Stand. Und da muss eigentlich, naja gut, sah ein bisschen aus wie Abseits, aber egal. Jetzt Eschborn wollen kurz vor Schluss dann doch noch den Ausgleich erzielen, aber Dobros und dann Theo. Da war der Theo, hat er ein bisschen geschludert. So. Ja, Steven van der Burg, ganze Körper drüber gestellt. Ja, hat er gut gemacht. Und er hat ja ein breites Kreuz. Absolut, hat er schön weggesperrt den Ball. Und für da Steven, ist er wieder. Das weiß ich aus Erfahrung, für den Steven ist so ein Platz die Höchststrafe, dieses Nasse hier. Aber jetzt von der linken Seite, Nico Dobros, noch einmal. Das ist für so Menschen über 1,85 sehr, sehr schwer, da standzuhalten auf diesem nassen, glatten Boden da. Umso erstaunlicher, wie gut er das macht, der Steven. Aber bei diesem Wetter wird keiner sagen, Steven, es ist dein Wetter. Kriegt man einen Eckball oder einen Einwurf? Nee, es ist Einwurf. Ich sehe das da durch das Trainerhäuschen. Ja, doch, Einwurf ist es. Nico Dobros überlässt dem Theo. Falscher Einwurf, sagt einer. Ja, natürlich war es ein falscher Einwurf. Weil es war gar keiner. Mike Vetter. Schade. Bloß kein Konter, bloß kein Konter. Nein. Schöner Mann. Ah, wollen wir gucken. Vielleicht kommt er da noch durch. Nein, holt einen Eckball. Gut. Immerhin. Also, das machen wir noch und dann machen wir hier Feierabend. Dann machen wir hier Feierabend. Wir haben, glaube ich, so eine grobe Handvoll. Ja. Grobe Handvoll haben wir hier an Eckbällen. Was haben wir hier? 44 und 3 Sekunden, also unter einer Minute. Und dann bitte pfeif ab, Sportkamerad. So. Gucken wir mal. Martin Röser kommt sehr, sehr weit. Zu weit. Zu weit. Ciao. Servus. Gute. Geiler Strahl. Ja, das war's. Damit verabschieden wir uns am Mikro. Sag tschüss, Lars Gissner. Und los, Kameramann, durchgefroren. Ciao, ihr Leute. Ciao, ciao.